Ich rufe auf den Einzelplan 17, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 3516 und 3526. Die Berichterstattung hatten die Abgeordneten Bruno Höhne, Elisabeth Kaiser, Paul Lehrieder, Claudia Raffelhüschen, Ulrike Schielke-Ziesing und Dr. Gesine Lötsch. Zu dem Einzelplan 17 liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 90 Minuten beschlossen. Bitte die Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, den Sitzplatzwechsel zügig vorzunehmen. Das gilt selbstverständlich auch für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. So, ich öffne die Aussprache und erteile als erstes mit dem Kollegen Paul Lehrieder der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident Kubicki, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Ergebnis der stundenlangen Bereinigungssitzung vom 10. November dieses Jahres sind zusätzlich 45,6 Milliarden Schulden, damit insgesamt 500 Milliarden Euro neue Schulden innerhalb eines Jahres. Das ist eine besorgniserregend hohe Summe, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Gleichzeitig werden in dreistelliger Milliardenhöhe und unter Umgehung der Schuldenbremse Gelder in Sondervermögen geparkt. Haushalterisch ist dies gerade vor dem Hintergrund des aktuell vorliegenden Klimakrisenmixes ein ziemlicher Spagat und eine enorme Belastung für unsere kommende Generation, die diese Schuldenberge eines Tages abzahlen müssen. Nicht umsonst heißt es, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Jeder Mensch, jeder private Haushalt bemüht sich zu sparen, gerade in der jetzigen Zeit. Aber bei der Ampelregierung findet sich nicht der Hauch einer Spur von Ausgabendisziplin oder gar notwendiger Prioritätensetzung. So etwas würde es mit der Union niemals geben. Und bei allen spürbaren Differenzen auch innerhalb der Koalition ein Momentum einzieht, und genau das sehen wir leider auch im Einzelplan 17. Bereits im Regierungsentwurf gab es einen Aufwuchs von 800 Millionen Euro gegenüber dem bis dahin geltenden Finanzplan. Nach der Bereinigungssitzung vor knapp zwei Wochen kamen nochmal 690 Millionen dazu. Damit vergrößert sich der Etat auf fast 13,6 Milliarden Euro. Das bedeutet einen enormen Anstieg bei den gesetzlichen Leistungen, die mittlerweile über 90% des Etats ausmachen. Gerade Familienpolitik sollte doch aber eigentlich mehr sein als das bloße Auszahlen von Transferleistungen. Neben den über 90% gesetzlich gebundenen Leistungen, die ausgebaut wurden, sinken die Programmausgaben sowohl absolut als auch relativ. Das merkt man vor allem bei den Förderungen in der Kinder- und Jugendpolitik, ein Minus von 30%, der Qualifizierungsoffensive, also ihrem Kahlschlag bzw. der Mogelpackung, die Sie jetzt bei den Sprachkitas oder bei der Kindertagespflege vorhaben. Liebe Frau Ministerin, in den letzten Wochen, wann immer wir zusammengetroffen sind, war das Thema natürlich Sprachkitas unumgänglich. Noch in der ersten Lesung dieses Haushaltes drohte ein Ende dieses Programms zum 1. Januar 2023. Das haben Sie jetzt eben schon hier bis zum 1. Juli hinausgeschoben. Aber Fakt ist auch, die 109 Millionen, die im Haushalt für die Sprachkitas verankert sind, nehmen Sie doch linke Tasche, rechte Tasche wieder aus dem guten Kita-Gesetz. Von den 2 Milliarden, die im guten Kita-Gesetz stehen, kommen 109 Millionen quasi in die Sprachkitas, um das bis zum Sommer zu retten, wohlwissend, dass nicht alle Länder bisher mitmachen, Frau Ministerin. Da müssen wir uns insofern, glaube ich, auch ehrlich machen. Ein tolles Programm, ein Programm, das wir in der Großen Koalition eben seit 11 Jahren mit großer Leidenschaft vorangebracht haben. Sie können nach mir reden, wenn Sie wollen. Was wir mit großer Leidenschaft vorangebracht haben, dem droht ein Ende. Und immerhin über 7.000 Sprachkitas in Deutschland wissen nicht, wie es am 1. Juli weitergeht. Wir haben ein Moratorium, 6 Monate, aber am 1. Juli werden viele Bundesländer noch nicht Klarheit haben, wie sie mit ihren Beschäftigten in den Sprachkitas umgehen. Und das haben die Kinder in Deutschland nicht verdient. In der ersten Lesung habe ich hier den Kollegen Pseske getroffen. Ich glaube, ist heute leider nicht da. Die Fachkräfteproblematik in 10, 12 Jahren legen wir heute zugrunde. Wenn wir Kinder, die es an sich geistig drauf hätten oder intellektuell drauf hätten, in der sprachlichen Förderung nicht rechtzeitig an die Hand nehmen und ihnen helfen. Und ja, meine Vorstellung war 175,50. Das heißt, nächstes Jahr übernehmen wir die 200 Millionen für die Sprachkitas als Bund nochmal. Und dann gehen wir auf 75 runter und dann 50,50. Wir teilen uns ein Stück weit die Aufgaben dieser sprachlichen Förderung im Kita-Bereich. Halte ich für gut. Da haben Sie gesagt, brauchen wir. Frau Ministerin, da haben Sie ausgeführt, dafür bräuchte man eine Grundgesetzänderung. Wir haben gerade eben im Plenum den Einzelplan 25, Wohnen, Städtebauförderung, diskutiert.
Wir haben 790 Millionen heuer in der Städtebauförderung. Ein super Programm, von dem viele Kommunen profitieren, wo Bund und Land zusammenarbeiten. Was wir bei der historischen Bausubstanz in Gemeinden, in Städten eben hinbekommen, sollten wir bei den kleinen Kindern auch hinbekommen, Frau Ministerin. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass wir uns diese Sache noch mal angucken, bevor dieses Programm eben hier komplett kaputt geht. Deshalb mein Appell noch mal an Sie, schauen Sie sich das noch mal an. Wie schauen wir mit den Sprachkitas nach dem 1. Juli aus? Wie schon gesagt, ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, das ist die Achillesferse des Einzelplans 17 eben in diesem Bundeshaushalt. Frau Ministerin, Sie haben noch ein paar Tage Zeit. Am kommenden Freitag wird der Haushalt verabschiedet. Insofern eben, wir sind zu Gesprächen offen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, dieses gute Programm, das wir gemeinsam über Jahrzehnte, über 11 Jahre eben hier vorangebracht haben, dieses Programm zu retten. Die Kinder in Deutschland haben es verdient. Es verdient den Schweiß aller Edlern und Gerechten, sich um die Sprachkitas noch mal genau zu bemühen, bevor wir da im Sommer irreversible Schäden anrichten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie wollen jetzt nicht wegen der 8 Sekunden besonders gelobt werden, die Sie eingespart haben. Nächster Redner ist der Kollege Bruno Höhnel, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das waren wirklich sehr herausfordernde Haushaltsberatungen unter dem Eindruck von Putins Krieg in der Ukraine und dessen Konsequenzen, natürlich auch hier bei uns, vor allem wirtschaftlicher und sozialer Natur. Viele Familien leiden unter den hohen Preisen. Deswegen mobilisieren wir sehr viel Geld für Entlastungsmaßnahmen. Das zeigt sich auch im Etat des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der im parlamentarischen Verfahren jetzt noch mal um 689 Millionen Euro auf über 13,5 Milliarden anwächst. Wir erhöhen den Mindestunterhalt, den Kinderzuschlag und das Kindergeld deutlich auf einheitlich 250 Euro, unabhängig ob erstes, drittes oder viertes Kind. Das ist schlichtweg notwendig, um die Familien von den hohen Preisen zu entlasten. Und wir senden damit eben auch ein deutliches Signal an die Familien, dass wir sie im Blick haben, aber vor allem auch, dass wir konsequent handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Kampf gegen Kinderarmut hat für uns absolute Priorität. Und da will ich schon auch noch mal sagen, dass natürlich es auch wichtig ist, dass wir die Eltern existenziell absichern, wenn wir die Kinder aus der Armut holen wollen. Und daher ist es gut, dass beim Bürgergeld jetzt eine Einigung in Sicht ist. Und doch muss ich in Richtung der Union sagen, dass sie mit ihrer Kampagne gegen das Bürgergeld wirklich ein bedenkliches Menschenbild offenbart haben. Immer wieder haben sie mit ihren Äußerungen Betroffene alle in einen Sack gepackt und dann das Label zu faul zum Arbeiten draufgedrückt, ohne die Hintergründe, die Situation der Menschen wirklich zu erkennen. Das ist eine Politik der sozialen Kälte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir als Ampelkoalition haben da einen anderen Ansatz. Echte Existenzsicherung, Hinzuverdienstmöglichkeiten, Weiterbildungsoffensive, gerade auch um junge Menschen in Ausbildung und Arbeit nachhaltig zu vermitteln. Es geht um Respekt vor der Lebensleistung eines jeden Menschen. Um Respekt geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir legen in diesem Haushalt eben auch einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf den Schutz von Kindern. Und da müssen wir über das große Problem sexualisierter Gewalt gegen Kinder sprechen. ExpertInnen gehen von 1 bis 2 betroffenen Kindern pro Schulklasse aus. Daher ist es richtig, dass wir die Sensibilisierungskampagne der unabhängigen Beauftragten jetzt wirklich ausfinanzieren mit 5 Millionen Euro. Wenn Erwachsene Missbrauch besser erkennen können, dann können wir Kinder auch besser schützen. Deswegen ist das eine wichtige Maßnahme, ein überfälliger Schritt im Sinne der Kinder. Es ist auch gut, dass wir jetzt für die Sprachkitas eine Übergangslösung finden konnten. 109 Millionen Euro stehen im Haushalt bereit, um den Übergang an die Länder, bis das Kita-Qualitätsgesetz greift, zu überbrücken. In meinem Wahlkreis in Lübeck werden wir davon profitieren, dass die Ministerin Aminata Touré ein eigenes Sprachförderprogramm in Schleswig-Holstein auflegt. Und beispielsweise in Bayern würde genauso davon profitiert werden, wenn Markus Söder sich ein Beispiel an Schleswig-Holstein nehme. Und anstatt immer nur Verantwortung auf den Bund abzuschieben, endlich selbst in die Sprachförderung, in den Kitas investiert. Das wäre der richtige Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein weiterer Schwerpunkt
Ein weiterer Schwerpunkt der Beratung war die niedrigschwellige Förderung und Prävention im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Viele Studien belegen ja, dass unter dem Eindruck der Corona-Pandemie die Fallzahlen bei Depressionen, bei Angst- und Essstörungen, aber auch bei suizidalem Verhalten von Jugendlichen deutlich zugenommen haben. Das ist ein großes Problem, dem wir uns widmen müssen. Und genau das machen wir auch mit diesem Haushalt, indem wir zusätzlich 33 Millionen Euro einsetzen, um niedrigschwellige und leicht erreichbare Hilfsangebote auszubauen. Und auch die psychosozialen Zentren stärken wir in ihrer wichtigen Arbeit. Die Jugendmigrationsdienste stocken wir auf. Wir setzen Haushaltsmittel ein für eine starke, kritische Zivilgesellschaft, denn sie ist der Grundpfeiler unserer lebendigen Demokratie. Und auch deswegen ist dieser Haushalt ein guter Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und beim Kampf gegen Diskriminierung gehen wir wirklich voran und stocken die Mittel der Antidiskriminierungsstelle um 8 Millionen Euro auf. Es gibt die ADS seit 2006. Sie wurde allerdings von den Vorgängerregierungen nie bedarfsgerecht ausgestattet, war also im Grunde ein zahnloser Tiger. Wir ändern das jetzt. Es ist unser verfassungsmäßiger Auftrag, gegen Diskriminierung zu kämpfen, die Menschenwürde bedingungslos zu schützen. Und es brauchte eben eine Ampelregierung, um diesen Verfassungsauftrag endlich nachzukommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Abschluss zusammenfassen, mit diesem Etat reagieren wir verantwortungsvoll in diesen Krisenzeiten, machen aber eben nicht nur reaktive Politik, sondern richten den Blick schon auch nach vorn. Das ist der Kern progressiver und zukunftsgewandter Politik, und der Haushalt liefert genau dafür eine gute Grundlage. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hünel. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulrike Schielke-Ziesing, AfD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kollegen, verehrte Bürger! Wir stehen am Beginn einer Rezession. Während über Sparmaßnahmen gesprochen wird, die Bevölkerung zum Sparen aufgerufen wird und Millionen von Familien am Rand der Verzweiflung sind, wird Geld für unnötige Prestigeprojekte ausgegeben, werden Lobbyvereine bedacht und wird am falschen Ende gespart. Der Haushalt des Familienministeriums ist dafür exemplarisch. Er setzt die falschen Prioritäten und ist von grüner Ideologie geradezu durchtränkt. Zu den falschen Prioritäten ist das Programm Sprachkitas das beste Beispiel. Kostenfaktor etwa 250 Millionen Euro pro Jahr. Dieses Programm ist die Lebensader vieler Kitas. Über 7.000 Fachkräfte werden damit bundesweit finanziert, um die sprachliche Entwicklung der Kinder zu fördern. Wie wichtig das ist, zeigen uns die jüngsten Studien, wonach die frühkindliche Sprachbildung dank der Corona-Maßnahmen ins Bodenlose fiel. Und was machen Sie als nahezu erste Amtshandlung im Familienministerium? Wurde dieses Programm gestrichen. Nach einer großen Protestwelle ruderte das Ministerium nun zurück, stellte für den Übergang, also bis Juni 2023, doch noch einmal 109 Millionen Euro zur Verfügung. Gelder, die übrigens mit einem Sperrvermerk versehen wurden. Groß angekündigt wurden 2 Milliarden Euro aus dem neuen Gute-Kita-Gesetz, das jetzt Kita-Qualitätsgesetz heißt. Das ist aber eine gewaltige Nebelkerze. Es ist genau 0 Cent mehr, als bis dato ohnehin durch das Gute-Kita-Gesetz geflossen sind. Wo Sie mal wieder völlig intransparent kürzen, ist beispielsweise bei den Investitionsprogrammen für die Kinderbetreuungsfinanzierung. In den Jahren 20 und 21 war dort immerhin 1 Milliarde Euro vorgesehen. Würde man also eine Bilanzsumme bei der Kita-Förderung vornehmen, würde die Rechnung folgendermaßen aussehen. Minus 250 Millionen bei den Bundesprogrammen inklusive der Sprachkitas, minus 500 Millionen pro Jahr bei den Investitionsprogrammen. Das macht für 2023 dann ein Minus von 750 Millionen Euro, die bundesweit wegfallen. Das ist unfassbar für eine Familienministerin. Aber Sie setzen eben Ihre Prioritäten anders, denn es muss ja Geld her für Ihre Lobbykollegen und die grüne Ideologieagenda Ihres Ministeriums. Für die sogenannten Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt und Toleranz sind wieder 200 Millionen vorgesehen. Dass dabei auch Organisationen mit direkter Verbindung in die Muslimbrüderschaft gefördert werden, egal. Und auch bei Ihren Lobbykollegen gibt es einen Geldsegen. Am besten sieht man das bei der Antidiskriminierungsbeauftragten Frau Attermann. Ihr Amt, völlig losgelöst von jeder Verantwortung, bekommt im nächsten Jahr 13,4 Millionen Euro. Das sind satte 250% mehr als noch 2021.
Um das Geld dafür aufzutreiben, wurde übrigens bei den Frauenhäusern gekürzt. Wenn ich dann die Liste weiterführen darf, es gibt wieder 10 Millionen Euro für die Respektcoaches, 4,2 Millionen für die Jugendorganisationen der politischen Parteien. Im Klartext ein Geschenk der Steuerzahler an die politischen Jugendorganisationen von Grünen, Grüner Jugend, Jusos, Linksjugend und Co. 10 Millionen für Wohlfahrtsverbände zur Beratung von Flüchtlingen. Ich kann mir hier schon vorstellen, dass diese demnächst den Antrag aufs Bürgergeld gleich mitgeben bei der Beratung. Und. Die Krönung des Ganzen waren aber auch ernsthaft die Anträge der Koalition in der Bereinigungssitzung vor 2 Wochen. Ohne Scham haben sie tatsächlich Gelder explizit an bestimmte Firmen vergeben. Da wären die jährliche Zahlung an die Fineo GAG von 350.000 Euro oder die 1,3 Millionen für LGBTQ-Projekte, das meiste davon 850.000 Euro, explizit für Pink Dot. Normalerweise werden für den Haushalt eines Ministeriums Aufgaben und Ziele definiert, dann Gelder zur Verfügung gestellt und anschließend Aufträge ausgeschrieben, auf die die Firmen sich dann bewerben können. Aber sowas ist natürlich sehr lästig und aufwendig. Da ist es doch viel bequemer, gleich eine konkrete Firma zu benennen und in den Haushalt zu schreiben. Da spart man sich die ganze Bürokratie. Es geht ja nur um läppische 1,2 Millionen Euro. Wer soll sich denn schon daran stören? Das ist Vetternwirtschaft par excellence. Während die Bevölkerung zum Sparen aufgerufen wird, während Schulden gemacht werden, als gäbe es keinen Morgen, werden hier ohne Scham Gelder an Lobbyvereine verteilt. Das ist dreist. Und es ist mir unbegreiflich, warum die FDP diesen ganzen Irrsinn mitmacht. Wir von der AfD werden jedenfalls diesen Einzelplan und diesen Haushalt nicht mittragen, nicht solange Ideologie und Lobbyismus über die Bedürfnisse der Familien in diesem Land gestellt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Elisabeth Kaiser, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürgerinnen und Bürger, werte Kolleginnen und Kollegen! Letzte Woche, da war ich in meinem Wahlkreis in Karschwitz in der Kita zur Märchenbude zu Gast. Und dort habe ich den Kindern ein Buch vorgelesen, Die neugierige kleine Hexe. Und bei solchen Besuchen, da spüre ich immer, wie wichtig Fantasie, freie Entfaltung und Zusammenhalt für den Alltag und das Heranwachsen unserer Kinder sind. Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten tun tagtäglich alles dafür, dass unsere Kinder in diesem frühen Lebensabschnitt mit einer positiven und selbstbewussten Einstellung zum Leben aufwachsen, aber auch schon verantwortungsvollen Umgang mit anderen kennenlernen. Und dafür möchte ich allen Erzieherinnen und Erziehern von Herzen danken. Für mich als Hüttikerin und aber auch Mutter einer fast 2-jährigen Tochter ist das Ansporn und Anspruch zugleich, für die Rahmenbedingungen zu sorgen, die es für eine gute Entwicklung unserer Kinder braucht. In meiner Fraktion und auch in der Koalition, da richten wir unseren Fokus und im politischen Handeln besonders auf diejenigen, die am meisten Unterstützung benötigen. Wir lassen die Menschen, alt und jung, mit ihren Sorgen nicht allein. Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, dass alle die steigenden Lebenshaltungskosten, insbesondere für Strom und Gas, bewältigen können. Neben kurzfristigen Entlastungen gilt es, soziale Gerechtigkeit über grundlegende Sozialreformen wie eben dem Wohngeld, dem Bürgergeld und der Kindergrundsicherung dauerhaft sicherzustellen. In den parlamentarischen Beratungen für den Etat des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend haben wir den Regierungsentwurf an einigen Stellen noch verbessern können und finanziell gestärkt. Der Etat wächst, und das in diesen herausfordernden Zeiten und obwohl die Corona-Hilfsprogramme auslaufen. Und an dieser Stelle möchte ich auch der Ministerin, ihrem Haus, aber auch meinen lieben Mitberichterstattern Bruno Höhnel und Claudia Raffelhüschen für die Zusammenarbeit danken. Über 13,5 Milliarden Euro investieren wir im kommenden Jahr in Leistungen und Programme für Kinder, Jugendliche, Familien, Ältere und viele Ehrenamtliche in unserem Land. Besonders freue ich mich, dass es gelungen ist, eine Übergangslösung für die Sprachkitas zu finden. Und damit verschaffen wir den Ländern mehr Zeit, das Programm in eigener Verantwortung zu übernehmen. Und wichtig war uns in den Beratungen auch, mehr für den Schutz von Kindern zu tun.
damit weniger Kindern in den ersten Lebensjahren Vernachlässigung und Gewalt in ihrem privaten Umfeld erfahren, aber auch Familien in schwierigen Lebenssituationen und Lebenslagen Unterstützung finden, haben wir die Mittel für die Stiftung Frühe Hilfen erhöht. Und weil der Schutz von Kindern und Jugendlichen so wichtig ist und oberste Priorität haben muss, stärken wir auch die Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs. Und als Koalition, da ist uns bewusst, dass die Jahre der Pandemie Kinder und Jugendliche besonders stark belastet haben. Und deshalb halten wir, was wir im Koalitionsvertrag versprochen haben. Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit soll Kindern und Jugendliche in ihrer ganzheitlichen Entwicklung fördern. Und das Paket konnten wir in den Haushaltsberatungen um weitere Mittel auf insgesamt 55 Millionen Euro erhöhen. Und damit legen wir auch einen Grundstein für ein neues Modellprogramm. Die Mental Health Coaches kommen bundesweit an Schulen zum Einsatz und kümmern sich um psychisch und sozial belastete junge Menschen. Und das sind in diesen Zeiten leider nicht wenige. Die jüngst veröffentlichte Studie Jugend in Deutschland zeigt, dass wir weiter daran arbeiten müssen, die Bedürfnisse und Interessen von Jugendlichen zu hören und zu berücksichtigen. Und genau das haben wir uns als Ampel vorgenommen. In den Haushaltsverhandlungen haben wir den Kinder- und Jugendplan des Bundes weiter gestärkt. Für die Arbeit der Jugendverbände konnten wir die Erhöhung aus 2022 auch für das Jahr 2023 erreichen und damit wirksame Jugendarbeit absichern. Jugendverbände, die sinnvolle Freizeitangebote bieten, ermöglichen es Jugendlichen, wichtige Erfahrung der Selbstwirksamkeit zu machen und sich auch in Verantwortung für andere zu üben. Und als Mitglied der Naturfreunde in Gera weiß ich, das ist sehr sinnvoll investiertes Geld. Wir machen damit junge Menschen stark, und weil wir alle Kinder und Jugendliche in unserem Land in den Blick nehmen, stärken wir auch die Arbeit der Jugendmigrationsdienste. Denn mit ihren Beratungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten begleiten sie junge Menschen mit Migrationsgeschichte beim Übergang von der Schule bis ins Berufsleben. Und im engen Zusammenhang zu den Jugendmigrationsdiensten stehen auch die Respect Coaches. Und ich bin persönlich sehr froh, dass wir ihre Arbeit mit zusätzlichen 10 Millionen Euro absichern konnten. Und in meiner Heimatstadt Gera, da habe ich mir selbst ein Bild davon machen können, wie wichtig diese Form der sozialen Arbeit an Schulen ist. Nun wissen wir aber, dass Menschen, die aus ihrer Heimat vor Krieg und Verfolgung fliehen müssen, vielfach traumatisierende Erlebnisse durchleben mussten. Und damit dürfen wir sie hier nicht alleine lassen. Deshalb ist es gut, wenn wir mehr Mittel für bundesweite Koordinierung der psychosozialen Beratung für Geflüchtete und Folteropfer zur Verfügung stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade in Krisenzeiten ist es notwendig, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und das bildet auch der Etat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ab. Wir unterstützen Familien mit Kindern und haben die gesetzlichen Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag und Unterhaltsvorschuss noch einmal spürbar erhöht. Bei der Projektförderung setzen wir mit zusätzlichen Mitteln wichtige Akzente im Bereich der Frühprävention, der Integration sowie der Demokratie- und Engagementförderung. Darauf werden die Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion noch eingehen. Aber darüber hinaus arbeiten wir auch weiter als Koalition intensiv daran, dass weniger Kinder in Armut leben müssen, jedes Kind die gleichen Startchancen hat und wir auch künftig in einer freien, offenen und vielfältigen Gesellschaft leben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächste Rednerin hält das Wort die Kollegin Dr. Gesine Lötsch, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Bundesregierung feiert sich selbst für die geplante Kindergelderhöhung, doch leider gibt es keinen Grund zum Feiern. Mehr als die Hälfte der Menschen, die ihre Lebensmittel bei der Tafel holen müssen, sind Alleinerziehende und Kinder. Das ist doch ein Armutszeugnis für unser Land, ein Armutszeugnis für diese Regierung. Das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Das ist ja nicht nur ungerecht und beschneidet die Chancen dieser Kinder. Es wird auch viel Potenzial verschleudert. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass gerechte Gesellschaften für alle besser sind. Halten wir uns daran, meine Damen und Herren. Die Bertelsmann-Stiftung zeigt in einer aktuellen Studie, das Risiko, in Armut zu rutschen, ist für Paarfamilien mit mindestens 3 Kindern fast 3-mal so hoch wie für Familien mit 2 Kindern. Und 43%, eine unfassbare Zahl, 43% der Alleinerziehenden gelten als einkommensarm. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Wolfgang Büscher,
Sprecher des Berliner Kinder- und Jugendnetzwerks Arche sagt, aufgrund der massiv steigenden Preise könne es schon im nächsten Jahr zu katastrophalen Zuständen für Kinder kommen. Seine Prognose: Anfang nächsten Jahres werden die ersten Menschen hungern. Das müssen wir gemeinsam verhindern, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung ist ja über die Kinderarmut bestens informiert. Darum muss der Kampf gegen die Kinderarmut endlich entschlossen aufgenommen werden. Wir Linken unterstützen die Kindergrundsicherung, aber sie kommt zu spät. 2025 ist zu spät. Es muss schneller gehandelt werden. Die Begründung, dass es so lange dauere, weil so viele Ministerien daran arbeiten, das zeigt doch nur, dass die Bundesregierung die falschen Prioritäten setzt. Erinnern wir uns, wie schnell konnte die Bundesregierung, die Ampel plus Union plus Teile der AfD, das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr beschließen? Von der Idee bis zur Beschlussfassung hat es gerade 100 Tage gedauert. Ich finde, die Grundsicherung für Kinder, die muss so schnell wie möglich auf den Weg. Da gibt es kein Vertun. Und jetzt hat die FDP auch noch die Aktienrente über Nacht aus dem Boden gestampft. Die Aktienrente macht die Fondsmanager reich, aber nicht die Rentnerinnen und Rentner. Das ist der falsche Weg. Meine Damen und Herren, es geht aber nicht nur um die Kindergrundsicherung. Es geht auch um Kitas, Schulen, Säuglingsstationen, Krankenhäusern und Wohnungen für Familien mit Kindern. Alles, was Kinder brauchen, wird von dieser Bundesregierung ausgebremst. Das darf nicht länger so sein, meine Damen und Herren. Ja, ich weiß, Bund und Länder müssen wirksam und verlässlich zusammenarbeiten. Aber wechselseitige Schuldzuweisungen helfen keinem Kind, armen Kindern erst recht nicht. Und abschließend, die Schuldenbremse ist eine Zukunftsbremse, insbesondere für Kinder und Enkelkinder. Sie ist ökonomischer Unsinn. Sie muss weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Claudia Raffelhüschen, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Etat des Familienministeriums lag schon im Regierungsentwurf 280 Millionen Euro über dem Soll 2022. Und er wurde nun im Laufe des parlamentarischen Verfahrens auf knapp 13,6 Milliarden aufgestockt. Das ist in jedem Fall eine gute Nachricht, vor allem für viele Familien, die von erhöhten gesetzlichen Leistungen profitieren, zum Beispiel vom Kinderzuschlag oder den Zahlungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz. Es bedeutet aber auch, dass erschreckend viele Menschen auf Hilfe angewiesen sind und dass die Zahl im Zuge von Corona, Lockdowns und Ukraine-Krieg schier ungebremst zu wachsen scheint. Gerade im Bereich der psychosozialen Hilfe sind die Bedarfe immens, und zwar für deutsche Kinder und Familien, als auch seit Februar diesen Jahres für die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine. Ich freue mich daher sehr, dass wir in dieser letzten Haushaltsrunde nochmals die Gelder für die frühen Hilfen um 5 Millionen aufstocken konnten und die psychosoziale Versorgung Geflüchteter sogar um 9,7 Millionen. Ich selber war kürzlich als Delegationsleiterin einer Reise des Einzelplans 23 in Moldau und der Ukraine und bin von den Eindrücken dort immer noch nachhaltig beeindruckt. Ich weiß jetzt aus eigener Anschauung, dass unsere Hilfen vor Ort dringend gebraucht werden. Und ich weiß, dass das für unsere Unterstützung der Flüchtlinge hier im Land, gerade auch im Einzelplan 17, ganz genauso gilt. Was mich ganz besonders in Moldau wirklich beeindruckt hat, obwohl die Aufgabe für dieses kleine Land schier unglaublich sind, 500.000 ukrainische Flüchtlinge kamen in ein Land mit knapp 4 Millionen Einwohnern, werden diese Aufgaben dort ohne Gejammer und Klagen angepackt, und zwar schnell, pragmatisch und sehr effizient. Jeder tut, was er kann, und niemand versucht erst einmal zu klären, ob vielleicht jemand anderes zuständig ist. Und so ein bisschen mehr von diesem zupackenden Wesen würde ich mir seitdem in Deutschland wünschen, wenn ich auf die Länder schaue, die ja in Haushaltsdebatten mit chronischer Abwesenheit glänzen.
Denn die Länder haben inzwischen deutlich weniger Pro-Kopf-Schulden und höhere Einnahmen als der Bund, bekommen aber massive Unterstützung in vielen Bereichen, die ganz klar Länderaufgabe sind. Und dennoch hört man natürlich nie ein Dankeschön. Im Gegenteil, die Forderungen an den Bund werden immer mehr, immer dreister und der Tonfall immer hysterischer. Ich muss schon sagen, die Debatte um die Sprachkitas und das Gerangel um eine Übergangsfinanzierung bis zum Sommer war für mich der traurige Höhepunkt in dieser seltsamen Haltung der Länder gegenüber dem Bund und insbesondere gegenüber den Haushälterinnen und Haushältern. Und das, um das ganz klar zu sagen, in der Sache gab und gibt es hier niemanden, der nicht für die Sprachkitas wäre. Wir alle sehen in frühkindlicher Bildung und Teilhabe einen der wichtigsten Bausteine für eine gelingende Integration. Gerade deshalb hätte ich aber neben einer besseren und früheren Kommunikation seitens des Ministeriums vor allem von den Ländern wesentlich mehr Eigeninitiative erwartet. Gerne weise ich noch mal darauf hin, hier würde ich mir neben den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und Klarheit auch in Zukunft mehr Haushaltsfairness wünschen. Die Länder haben es nun in der Hand, diese Bundesgelder schnell und zielgerichtet einzusetzen und das Kita-Qualitätsgesetz zu einem Erfolg zu machen. Wie wichtig ihnen die Zukunft der Kinder in ihrem Land jeweils ist, wird man jetzt sehr schön daran ablesen können, ob nur das Minimum von 50% in Qualität gesteckt wird oder ob ein Land nahezu 100% der Mittel in wirkliche Verbesserungen investiert, darunter auch gerne in das zukunftsweisende Thema der Sprachkitas. Und jetzt noch ein letzter Punkt in Sachen Kinder und Zukunft. Neben all den Geldern, die wir im Einzelplan 17 und anderswo verteilen und umschichten können, ist das Wichtigste, dass wir endlich wieder die Schuldenbremse einhalten. Damit beweisen wir als Parlamentarier unseren Respekt vor dem Grundgesetz. Damit handeln wir als Haushälterinnen und Haushälter verantwortungsvoll und nachhaltig. Und damit leisten wir als Eltern und Politiker den wichtigsten Beitrag zur Generationengerechtigkeit, nämlich unseren Kindern und Enkeln etwas Besseres zu vererben als Schulden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Raffelhüschen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Silvia Breher, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin Paus, schade, ich hätte gerne auf Ihre Rede reagiert. Heute drehen wir das mal um, offensichtlich. Ja, es sind schwierige Zeiten, in denen Sie diesen Bundeshaushalt aufstellen. Und ja, Herr Kollege Höhnel, es gibt eine Menge finanzielle Entlastungen für Familien und Kinder in diesem Bundeshaushalt insgesamt, aber eben nicht im Einzelplan 17. Und es basiert vor allen Dingen auch der Mehraufwuchs, Sie haben es schon gesagt, auf die gesetzlichen Ansprüche, die einfach bestehen. Und dazu gehört eben auch das Kindergeld, für das Sie sich ja so gerne feiern. Aber am Ende ist es nur wenig eine Entscheidung hier im Haus. Es ist vielmehr eine Folge aus dem Existenzminimumsbericht, auf dessen Reaktion hin Sie die steuerlichen Freibeträge angepasst haben, die dann gekoppelt werden eben auch an die Erhöhung des Kindergeldes. Und ich finde es ja gut und richtig, dass das Kindergeld erhöht wird. Was wir allerdings skeptisch sehen, ist, das ist die Wechsel in der Systematik, den Wechsel, den Sie vornehmen, dass Sie nämlich jetzt jedes Kind gleich fördern und nicht mehr anerkennen, dass Mehrkindfamilien eine besondere Belastung zugestanden werden muss, dass das dritte und folgende Kind einfach mehr kostet. Und diesen Wechsel sehen wir einfach anders. Und vor allen Dingen reicht Geld alleine an dieser Stelle einfach nicht. Es muss doch unser aller Anspruch sein. Und es ist zumindest laut Ihrer ersten Rede auch hier im Haus, Frau Ministerin, Ihr Anspruch, Chancengleichheit herzustellen für Kinder in diesem Land, egal wo und wie sie in diesem Land geboren werden und in welche Umgebung hinein. Realität in Ihrem Haushalt sieht allerdings leider anders aus. Und ja, auch wenn Sie es nicht mehr hören können, Sie beenden das Sprachprogramm, das Bundesprogramm der Sprachkitas. Sie beenden es zum 30.06.
Und jetzt rühmen Sie sich damit, dass Sie 109 Millionen doch noch bis Mitte Juni zur Verfügung stellen. Und ich höre es in Ihren Reihen während der Reden. Es ist Ländersache, es ist Ländersache. Ja, ich sehe das vom Grundsatz auch so. Hätten Sie es vorbereitet und nicht bis Mitte diesen Jahres so getan, als würde das Bundesprogramm fortgesetzt, hätte es Absprachen gegeben mit den Ländern, hätte es Vereinbarungen gegeben, wie es fortgesetzt wird. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt für die Übergangsphase, Sie sind ja zurückgerudert, wirklich zusätzliches Geld gewesen wäre. Das ist es aber leider nicht. Es ist ein linke Tasche, rechte Tasche Spiel, in dem Sie es bei den 2 Milliarden für das Kita-Qualitätsgesetz, Gute-Kita-Gesetz wegnehmen und hier den Sprachkita für die Sprachkita sozusagen zweckgebunden einsetzen. Wo allerdings sollen die Länder denn Gelder wegnehmen, wenn sie gleichzeitig wie weiter die Beitragsfreiheit möglich machen? Ich bin gespannt, in wessen Länderverantwortungen tatsächlich dieses Programm am Ende fortgesetzt werden wird. Und Sie streichen ja nicht nur an dieser Stelle im Bereich frühkindlicher Bildung. Sie stellen die Fachkräfteoffensive ein. Okay, aber unser Antrag bezieht sich noch auf ein weiteres Bundesprogramm, nämlich das der Kindertagespflege, zu dem bis jetzt irgendwie noch niemand gemerkt hat, dass es wegfällt. Es ist nämlich versteckt in einem Haushaltstitel Maßnahmen zur Umsetzung der Qualifizierungsoffensive. Es geht da um die Weiterentwicklung des Systems der Kindertagespflege und auch um die pädagogische Arbeit der Kindertagespflegepersonen. Auch dieses Bundesprogramm lassen Sie auslaufen, es endet und auch das übertragen Sie in die Verantwortung der Länder, ohne Absprache, vielleicht auch in der Hoffnung, dass es keiner gemerkt hat. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Frau Kollegin, mein persönliches Herzensanliegen jedenfalls sind die Stiftung der frühen Hilfen. 51 Millionen gab es, jetzt haben Sie 5 Millionen obendrauf gepackt. Das reicht aber nicht. Aktuell sind es 86 Millionen, im letzten Jahr waren es 60 Millionen für die Stiftung Frühe Hilfen, gerade für die niedrigschwelligen Angebote der Kinder, der werdenden Eltern und der Kinder bis 3 Jahren. Babylotsen ist ein Beispiel, die Familienhebammen sind Beispiele. Die kennt jeder von uns aus seinem Wahlkreis. Gerade hier haben wir aber Kostensteigerungen beim Personal und auch bei den Sachkosten. Und wenn Sie hier nur um 5 Millionen aufstocken, dann bedeutet das gleichzeitig ein tatsächlicher Rückgang beim Leistungsangebot, obwohl der Bedarf nach Corona und in dieser jetzigen schwierigen Zeit einfach riesig ist. Und deswegen auch hier unser Antrag. Frau Ministerin Paus, Ihren Worten, Chancengleichheit zu erreichen, lassen Sie in diesem Haushalt jedenfalls leider keine Taten folgen und ziehen sich in weiten Teilen aus der Verantwortung einfach zurück und überlassen es den Ländern, die müssen das dann schon richten. Chancengleichheit ist aber unsere aller Aufgabe, hier im Haus genauso wie in den Ländern und in Zusammenarbeit mit den Kommunen. Denn es muss unser aller Anspruch sein. Und Sie kürzen an einer Position ganz besonders, bei denen unserer Kinder im frühkindlichen Bereich, im Bereich der frühkindlichen Bildung. Und da lassen Sie, Frau Ministerin, mit diesem Haushalt die Kinder im Stich. Und das finden wir sehr schade. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dreher. Als nächstes erhält das Wort Frau Bundesministerin Lisa Paus. Herr Präsident, werte KollegInnen, dieses Land lässt sich nicht spalten. Mit diesem Leitgedanken haben wir diese Haushaltsberatung geführt. Dieses Land hält nämlich zusammen. Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, die Menschen, alle miteinander und in all ihrer Vielfalt solidarisch, meine Damen und Herren. Und diese Koalition stellt sich der Wirklichkeit, wie sie ist. Wir reagieren schnell auf Inflation, auf gestiegene Energie- und Lebenshaltungskosten. Und wir haben eben auch die im Blick, die es besonders brauchen. Mit dem ersten, mit dem zweiten und dem dritten Rettungspaket, mit dem Kindersofortzuschlag, mit der Wohngeldreform, mit dem 200 Milliarden Abwehrschirm gegen die gestiegenen Strom- und Gaspreise. Wir lassen keinen Zweifel daran. Wir sehen die Sorgen, wir nehmen Ihre Sorgen ernst und wir handeln danach, meine Damen und Herren. Ich bin überzeugt, dass es nicht nur gut ist, um die Krise abzuwehren, sondern wir können alle gemeinsam dadurch auch sehr viel gewinnen. Das BMFSFJ unterstützt Familien, Senioren, Frauen und die junge Generation im Jahr 2023 mit 13,6 Milliarden Euro. Das wurde bereits mehrfach gesagt.
und wir investieren damit ganz konkret in ihre Zukunft. Alle Familien bekommen pro Kind vom 1. Januar an 250 Euro Kindergeld. Und Frau Breher, das ist die größte Kindergelderhöhung, die wir gehabt haben in Deutschland. Und das ist übrigens auch eine, die liegt über der Inflation. Und das wäre so nicht nötig gewesen. Und Sie haben es nie so gemacht, wie wir es jetzt machen. Das ist einzigartig. Wir haben den Kinderfreibetrag und wir haben den Mindestunterhalt angehoben. Familien mit kleinem Einkommen unterstützen wir zusätzlich zu den 250 Euro pro Kind Kindergeld mit einem Kinderzuschlag von ebenfalls noch einmal bis zu 250 Euro pro Kind. Und mit dem Bürgergeld sollen ab 2023 auch die Regelsätze der Kinder steigen. Und das heißt ganz konkret, ich habe gehört, wir haben heute waren gute Gespräche, aber es ist wichtig, dass Sie Ihre Verabredung auch tatsächlich einhalten. Nämlich, wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie ganz konkret die Verantwortung dafür, dass zum Beispiel ein Drittel der Alleinerziehenden auf mehr Geld warten müssen, dass Ihre Situation sich noch zusätzlich verschärft. Und das können Sie nicht wirklich wollen in dieser Situation, in diesem Land. Diese monatlichen Leistungen helfen den Familien jetzt. Unser Ziel aber ist die Kindergrundsicherung, denn sie ist die Investition in die Chancengerechtigkeit für alle Kinder. Und dann kann sie eben auch mit Ihrer Unterstützung, auch hoffentlich mit Ihrer, Frau Breher, ab 2025 ihre volle Wirkung entfalten. Liebe Zuhörende, dieses Land lässt sich nicht spalten. Im Gegenteil, wir entlasten die Menschen schnell und verbessern aber eben auch die Strukturen langfristig zu unser aller Wohl. Wir verbessern auch die Bildungschancen der Kinder. Und ja, lange habe ich für eine Übergangslösung für die Sprachkitas gekämpft und daran gearbeitet. Aber nun ist es so. Wir finanzieren die Infrastruktur für das Programm plus die Gehälter der SpracherzieherInnen von Januar an für ein weiteres halbes Jahr aus den Mitteln meines Hauses, damit wir eben einen guten Übergang des Modellprogramms schaffen, endlich in die Regelfinanzierung der Länder und so die wichtige Sprachförderung eben dauerhaft sichern können, meine Damen und Herren. Und etliche Bundesländer haben bereits gesagt, dass sie es tun. Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben sehr konstruktive Gespräche. Es wäre super, wenn die anderen Länder auch noch folgen. Dann haben wir in ganz Deutschland eine vernünftige Sprachförderung. Und die 6.700 Sprachkitas in Deutschland haben damit endlich eine finanzielle Klarheit, damit alle Kinder bessere Bildungschancen haben, egal woher sie kommen oder was ihre Eltern sind. Und deswegen haben wir eben auch das Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg gebracht. Für mehr sprachliche Bildung, mehr Gesundheit und Bewegung, ein besserer Betreuungsschlüssel und mehr Personal in Kitas und in der Tagespflege stellen wir in 23 und 24 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Und gleichfalls langfristig wirkt das Elterngeld. Mit knapp 8,3 Milliarden Euro ist es übrigens der größte Posten in meinem Etat. Wenn Eltern, Familie und Beruf besser vereinbaren können, dann profitieren davon auch die Wirtschaft und auch der Arbeitsmarkt. Liebe Kolleginnen, mehr denn je entlastet der Einzelplan 17 die Menschen in schwierigen Zeiten. Jeder Euro unterstützt den sozialen Zusammenhalt, denn wir lassen uns nicht spalten. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Etat. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Ehorn, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In fast allen Nationen dieser Welt herrscht ein Konsens darüber, dass die Erhaltung des eigenen Volkes, der eigenen Kultur, oberstes Staatsziel zu sein hat. Wer nun die demografische Entwicklung der Bundesrepublik betrachtet, erkennt sehr schnell, dass wir hier eher von einer demografischen Katastrophe sprechen müssen. Bei einer Geburtenrate von durchschnittlich 1,3 oder 1,4 Kindern pro Frau, hören Sie lieber mal zu, Sie können was lernen, erkennt jeder sehr schnell, dass jede Generation, jede kommende Generation zahlmäßig um ein Drittel schwächer ist als die Generation der Eltern. Das heißt, der Satz von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, ist nach wie vor ohne Wenn und Aber richtig. Dies ist natürlich die Ursache für diverse Probleme von Renten und ähnlichen Problemen, die auf uns zukommen. Das brauche ich hier nicht zu erwähnen. Diese existenzbedrohenden Probleme werden aber von unserer Bundesregierung weder erkannt noch thematisiert, und sie bilden sich schon gar nicht in angemessener Weise im Einzelplan 17 des Familienhaushaltes ab.
Wir auch. Man ist ja mit Wichtigerem beschäftigt. Nicht die Interessen von 97% der Mehrheitsgesellschaft spielen eine tragende Rolle im politischen Diskurs, sondern die Interessen und Bedürfnisse einiger Minderheiten. Und man fragt sich, mit welchem Recht eigentlich. Gleichzeitig ist das Bestreben nach politischer Dekonstruktion der traditionellen Familie fester Bestandteil linksgrüner Politik. Regenbogenfamilie und beliebige Verantwortungsgemeinschaften sollen künftig das ersetzen, was sowohl statistisch als auch kulturell der Normalfall ist, nämlich die Familie bestehend aus Vater, Mutter und Kindern. Das, was die Väter unseres Grundgesetzes mit gutem Recht unter besonderen Schutz gestellt haben. Ihre Gesetzesinitiativen dagegen lesen sich wie ein Entwurzelungsprogramm kommender Generationen. Insgesamt stellen Sie einen Versuch dar, final sich von allen biologischen Tatsachen zur Bestimmung von Geschlecht und Elternschaft zu verabschieden. Es ist ein der durchschaubare Versuch, lesbische, schwule und transsexuelle Menschen für ihren politischen Klassenkampf zu missbrauchen. Ein bisschen Gender-Gaga noch dabei, der Versuch, unsere Kinder möglichst unabhängig von elterlicher Einmischung frühestmöglich in staatliche Obhut zu verbringen, um, wie es der Kanzler mal ausgedrückt hat, die Lufthoheit über den Kinderbetten zu erreichen. Dann noch ein bisschen staatliche Finanzierung linker bis linksextremer Gruppen und über das Programm Demokratie leben. Das darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Insgesamt kann man also sagen, Familienpolitik der Ampel, ein toxisches Konglomerat aus Krankem, Überflüssigem und Schädlichem. Verarmung für die Alten, Entwurzelung und tiefe Verunsicherung unserer Kinder und Jugendlichen. Und welche Folgen das hat, zeigt unter anderem ein Video vom Christopher Street Day, dem Tummelplatz der LSBTQ-Gemeinde in Wuppertal. Hier hat die Realität die Satire längst überholt. Unter anderem zeigt das Video Feder. Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, sagt sie, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs und in dem bin ich 4 Monate alt. Danach stellt sich Sol vor und ihre Pronomen sind sie und she, erklärt sie. Milo, 13 Jahre alt, stellt sich vor. Sie geht mit allen Pronomen. Dann kommt Felix, eine Maske mit Hundeohren verhüllt sein Gesicht. Ich bin das Alpha von einem Rudel und bin 1,5 Jahre Papi. Wieder eine andere gibt an, trans zu sein und beschwert sich, das ganze Transitioning in Deutschland, das geht ja gar nicht wirklich. Das Wichtigste sei es, man müsse endlich die Pronomen oder ein Pronomen für non-binäre Personen finden, die sich keinem Geschlecht zuordnen möchten. Das ist gut, dass wir ja keine anderen Probleme in diesem Land haben. Schließlich kommt Feder noch einmal zu Wort und bemerkt, dass sie oft nicht akzeptiert wird, weil sie ja ein Fuchs ist. Manche von Ihnen werden jetzt an dieser Stelle sagen, dass jemand, der sich für Napoleon oder ein Fuchs hält, vielleicht besser in einer geschlossenen Anstalt aufgehoben wäre. Eins ist aber klar, was hier vor unseren Augen passiert, das ist gewollt. Das ist die bewusste Zerstörung aller gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen. Es zielt auf die Diktatur von Minderheiten ab und dient dem sozialistischen Plan der großen Transformation. Zu mehr Toleranz hat es jedenfalls nicht geführt, sondern eher zu der Frage, ob wir es hier nicht mit einer Subkultur der Geisteskranken zu tun haben. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor hier allgemeine Unruhe ausbricht, man muss im Deutschen Bundestag nicht alle Reden mögen, die hier gehalten werden. Aber Herr Kollege Hönel, für den Begriff Hetzer erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Nächste Rednerin ist die Kollegin Leni Breimeyer, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, es ist immer bitter, hinter der AfD reden zu müssen, aber ich will Ihnen mal sagen, ich bin sehr froh darüber, dass die AfD nicht bestimmen kann, was in diesem Land normal ist. Und ich sage Ihnen mal, mein Staatsziel ist, dass in diesem Land
alle Leute gut und diskriminierungsfrei leben können. Das ist das Staatsziel. Und Sie haben kein Wort zu dem Haushalt gesagt, den wir diese Woche beraten. Wir beraten einen Bundeshaushalt in wirklich sehr, sehr herausfordernden Zeiten. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, Kolleginnen und Kollegen, jetzt Hunderte von Milliarden zum Schutz der Menschen, der Familien, der Unternehmen, der Einrichtungen in die Hand nehmen zu müssen. Und das, wo uns alle die Pandemie schon mehr als fordert und gefordert hat. Darum lassen Sie mich zuerst unseren Haushälterinnen und Haushältern danken, die nicht alle unsere Wünsche umsetzen konnten, aber ihr Bestes getan haben und am Ende dann doch noch an maßgeblichen Stellschrauben drehen konnten. Für unsere Arbeitsgruppe einen dicken Dank an Elisabeth Kaiser für gute Verhandlungen und eine transparente Kommunikation. Herzlichen Dank, Elisabeth. Unser Einzelplan 17, das ist der Haushalt für das Ministerium Familie, Seniorinnen und Senioren, Frauen und Jugend. Und während alle Leistungen für diesen Personenkreis in diesem Einzelplan 17 abgebildet, dann wäre Lisab Haushalt der größte. Alleine das, was auf die bestehenden Ansprüche draufkommt, lässt sich sehen. Die Erhöhung des Kindergeldes, es wurde gesagt, ist die größte, die wir je hatten. 250 Euro pro Kind, das spürt man in den Familien. Die Erhöhung des Wohngeldes und die Ausweitung des Empfängerkreises, das hilft im Alltag. Die Ausweitung des BAföG und seine Erhöhung, das war so überfällig und das merken Studierende und ihre Familien. Bei der Erhöhung des Mindestlohns profitieren zwei Drittel Frauen. Das 49-Euro-Ticket schafft mehr Mobilität. Die Rentenerhöhung kann sich sehen lassen. Mit der Hilfe bei den Heizkosten unterstützen wir diejenigen, die inmitten einer der schwersten Krisen seit Bestehen der Bundesrepublik dringend Hilfe brauchen und so weiter und so weiter. Was wir in den vergangenen Monaten, Kolleginnen und Kollegen, über die Rampe geschoben haben und das, was wir in der nächsten Woche vollends beschließen werden, das kommt bei den Kindern, den Familien, den Jugendlichen und den SeniorInnen an. Die Ampel hat Kinder und Jugendliche im Blick. Wir lassen die Leute, wir lassen die Alleinerziehenden mit den gestiegenen Preisen nicht alleine und gehen weitere wichtige Schritte in Richtung einer armutsfesten Kindergrundsicherung. Und dann geht es natürlich auch darum, was wir gesellschaftspolitisch wollen. Wo wir hinschauen, sei es in Europa, sei es in der Welt, werden Frauenrechte geschliffen, setzen sich mutige Frauen und Männer zur Wehr gegen schlimme Regime. Wir hier in Deutschland spielen aber nicht auf Halten und freuen uns nicht an dem, was ist. Wir wollen mehr. Wir wollen echte Gleichberechtigung und setzen dafür auch in diesem Einzelplan Zeichen. Mit der Bundesstiftung Gleichstellung entfaltet sich gerade in diesen Monaten ein offenes Haus für Zivilgesellschaft. Der Deutsche Frauenrat, dieses größte Frauen- und gleichstellungspolitische Interessenvertretung, wird künftig drei Stellen mehr haben. Das ist gut, denn in diesem soliden Dachverband der Frauenverbände wird professionell gearbeitet, und das soll auch weiter so sein. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat nun unabhängige Berichterstattungsstellen zu geschlechtsspezifischer Gewalt und zu Menschenhandel. Wir werden die Istanbul-Konvention mit einer staatlichen Koordinierungsstelle umsetzen. Und zudem konnten wir weitere Akzente, zum Beispiel im Bereich Hilfen für Frauen bei Genitalverstümmelung, setzen. Es ist alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist alles enger genäht in diesem Jahr. So eng war es die letzten Jahre nicht. Und deshalb können wir auf diese Akzente und auf diesen Haushalt miteinander auch stolz sein. Kümmern wir uns jetzt um die Menschen, kümmern wir uns um eine gute, gleichberechtigte Zukunft. Kästner hat so schön gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandmeier. Nächste Rednerin ist die Kollegin Heidi Reicheneck, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, Frau Ministerin Paus, im pädagogischen Bereich, aus dem ich ja komme, sagt man, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Daher sage ich Ihnen, von dem Haushalt, den Sie hier vorlegen, bin ich sowas von enttäuscht.
Ja, es gibt einen Aufwuchs im Haushalt des Familienministeriums. Der liegt aber vor allem beim Elterngeld und beim Unterhaltsvorschuss. Pflichtleistung also, die der Bund sowieso zahlen muss. Und es gibt ja hier KollegInnen, die stecken nicht so im Thema. Daher mal eine kurze Einordnung für die fachfremden KollegInnen oder die, die im Ausschuss gepennt haben. Denn die Ampel hat ja immer so die Angewohnheit, das eine zu sagen und dann das andere zu beschließen. Frühkindliche Bildung, so wichtig, sagen Sie. Tatsächlich kürzen Sie bei den Kitas durch die Hintertür. 260 Millionen für die Sprachkitas. Ja, ein halbes Jahr werden die jetzt noch durch das Kita-Qualitätsgesetz finanziert, aber in das werden nur in etwa so viele Mittel reingesteckt wie in das gute Kita-Gesetz. Trotz Inflation, also eiskalte Kürzungen. Kinder- und Jugendbeteiligung, so wichtig, sagen Sie, und kürzen 30% der Mittel im Kinder- und Jugendplan. Wenn Sie Kinder und Jugendliche hier mal beteiligen würden, dann könnten Sie die fragen, ob das Sinn ergibt, und dann würden die Ihnen sagen, nö. Aber das scheint bei Ihnen in der Regierung nicht so richtig angekommen zu sein, oder Sie wollen es einfach nicht verstehen. Aber weiter, Gewaltschutz für Frauen, so wichtig, sagen Sie. Aber die wenigen Mittel, die es in einem Bundesprogramm für Baumaßnahmen für Frauenhäuser oder Beratungsstellen gibt, kürzen Sie um 30%. Dabei wird damit zum Beispiel Barrierefreiheit ermöglicht. Und wir alle wissen, dass Frauen mit Behinderung 2- bis 3-mal so häufig von Gewalt betroffen sind und diese Zugänge zwingend nötig. Und am Freitag beim Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen werden zum Glück wieder alle Bilder in den sozialen Medien posten. Sie sagen das eine und beschließen das andere. Ich dachte mir, ich sage Ihnen das einfach mal, vielleicht sind Sie auch dann wenigstens ein bisschen enttäuscht und hören mal auf uns, enttäuscht von den KollegInnen, die das verhandelt haben. Und vielleicht stimmen Sie uns demnächst mal zu, wenn wir für ein bisschen mehr Geld im Familienministerium sorgen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner das Wort der Kollege Matthias Seestern-Pauli, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ja gerade sehr aufmerksam zugehört, Frau Kollegin, aber die erste gute Nachricht ist, und das können Sie auch nicht wegdiskutieren, dass die Mittel für unseren Einzelplan gegenüber der bisherigen Finanzplanung weiter steigen. Die zweite gute Nachricht ist, dass wir dies schaffen und parallel die Schuldenbremse des Grundgesetzes endlich wieder einhalten. Wir als Koalition verfolgen mit dem vorliegenden Haushalt das Ziel, Chancengerechtigkeit und soziale Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Parallel hierzu entlasten wir zielgerichtet unsere Familien, da sie von den steigenden Kosten der aktuellen Krise besonders betroffen sind. Und genau deshalb haben wir die größte Kindergelderhöhung in der Geschichte unseres Landes auf den Weg gebracht. Das Kindergeld steigt für die ersten beiden Kinder um jeweils 31 Euro und für das dritte Kind um 25 Euro monatlich ab 2023 an. Eine großartige Hilfe, für die der Bund zusätzliche 2 Milliarden zur Verfügung stellt. Für eine Familie mit 2 Kindern sind das 744 Euro und für eine Familie mit 3 Kindern sogar 1.044 Euro jährlich mehr. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Außerdem erhöhen wir den Höchstbetrag beim Kinderzuschlag für Familien mit niedrigen Einkommen ab dem 1. Januar auf monatlich 250 Euro. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle wissen, wie schwierig die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen derzeit sind. Und trotzdem werden wir in den nächsten beiden Jahren wieder bis zu 4 Milliarden Euro für die frühkindliche Bildung in die Hand nehmen und in weitere Qualitätsverbesserungen investieren. Und das tun wir, weil wir faire Startchancen für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland erreichen wollen. Zudem ist eine verlässliche und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch begrüße ich es sehr, dass wir uns als Koalition für die Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen durch das neue Chancenpaket einsetzen. Dafür werden im Haushalt zusätzlich 55 Millionen Euro eingestellt. Und das ist auch richtig so, denn die Folgen der Pandemie werden sich erst in einigen Jahren vollständig bemerkbar machen. Und gerade deshalb ist es auch so wichtig, diese schon jetzt abzumildern und niedrigschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche zur Verfügung zu stellen. Wir lassen unsere Kinder und Jugendlichen in Deutschland nicht im Stich. Ganz im Gegenteil, wir unterstützen sie aktiv, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und wo immer es nötig ist, Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Auch bin ich froh, dass wir im parlamentarischen Verfahren zusätzlich die Mittel für die Schwangerschaftskonfliktberatung, die Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit
und Zuweisung an die Stiftung Frühe Hilfen noch mal erhöhen konnten. Damit unterstützen wir Familien in allen Lebenslagen von Beginn an. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Christian Pauli. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Hermann Josef Tibrocke, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in oder gerade in aktuellen Krisen stehen wir als Parlament insgesamt in einer ganz besonderen Verantwortung für nachfolgende Generationen. Und wie wir diese Verantwortung wahrnehmen, das zeigt sich nicht zuletzt in der Haushaltsplanung. Nachhaltige Generationen, gerechte Haushaltspläne sind ausgeglichen. Frau Raffelüschen, Sie verweisen darauf, dass jetzt endlich wieder die Schuldenbremse eingehalten werde, aber immerhin 45 Milliarden Neuverschuldung haben auch Sie ausgerechnet. Und wir haben als CDU-CSU-Fraktion einige Vorschläge gemacht, wie auch das nicht notwendig sein müsste. Und Sie haben, und das muss ich an dieser Stelle deutlich sagen, dabei nicht erwähnt, dass in 2022 noch mal eben kurz einige Schulden auf Vorrat aufgenommen worden sind. Wir haben das an anderer Stelle mal quantifiziert. 500 Milliarden Schulden lasten auf den nachfolgenden Generationen. Das ist gegen das Prinzip der Jährlichkeit, das ist gegen das Prinzip der Transparenz und ist auch gegen das Prinzip der Fairness gegenüber den jungen Generationen, die sehr deutlich auch Ihnen wird das geschehen sagen, wie sollen wir das alles zurückbezahlen? Sieht denn keiner die Zinsentwicklung? Sieht denn keiner die drohende Rezession? Wie ist das denn mit der langfristigen Steuerentwicklung? Wie ist das mit der Alterssicherung? Wie ist das mit den Fachkräften? Sollen wir das alles bezahlen? Wer denkt an uns? Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Haushaltspolitik ist nicht nachhaltig, sie ist nicht generationengerecht. Und ist das denn die Zeitenwende, meine Damen und Herren, in der Haushaltsplanung? Noch mehr Schulden? Die Devise müsste lauten, Schulden runter, Budgets kürzen, deutlich sagen, was geht, was nicht geht und eine Strategie zu entwickeln, wie wir aus diesen multiplen Krisen herauskommen und wie wir eine Zukunft schaffen können für unsere Kinder. Wir haben Vorschläge gemacht, sie wurden nicht angenommen. Nachhaltige Politik, meine Damen und Herren, nachhaltige Haushaltspolitik, so könnten Sie sagen, ist sparsame und gezielte Mittelverwendung, verehrte Ministerin. Sie legen einen Haushaltsplan vor, der sich kaum, sage ich mal, gegenüber dem Vorjahresplan verändert hat. Die gesetzlichen Ausgaben sind gestiegen, die Programmausgaben gesunken, die Verwaltungsausgaben gestiegen. Und Sie sagen, das ist okay so. Meine Damen und Herren, liebe Ministerin, das ist für mich ambitionslos und das ist eigentlich auch ungerecht. Denn gerecht wäre es, jetzt Mittel zu verwenden, um den jungen Menschen in ihren Familien eine Grundlage zu schaffen, auf der sie dann irgendwann selbst das Leben in die Hand nehmen können und eben auch dazu beitragen, dass unser Gemeinwesen besteht. Das passiert in unzureichender Weise, nicht nur im Einzelplan 17, sondern insgesamt. Wir brauchen Familien, die stark gemacht werden. Wir wollen sie unterstützen mit Zeit, mit Infrastruktur und auch mit Geld. Der Kollege de Vries wird sicher gleich noch darauf zu sprechen kommen, was wir davon halten, wie die Infrastruktur, die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur sich entwickelt oder entwickeln soll. Und wir werden vielleicht irgendwann später auch mal darüber nachdenken, wie denn Elterngeld und Elternzeitregelungen aussehen müssten, damit den geänderten Anforderungen der Familien Rechnung getragen wird und Kinder in diesen Familien größere Chancen haben. Ich möchte abschließend zu den finanziellen Hilfen etwas sagen, zu dem Geld, das als akute Hilfe gezahlt werden muss für Familien, und da gebe ich Ihnen recht, Frau Paus, die in dieser Krise, gerade in der Inflation, unter besonderem Druck stehen. Und Sie hatten in Aussicht gestellt, Ihre finanz- und steuerpolitische Kompetenz an dieser Stelle in die Waagschale zu werfen und sich für die Familien einzusetzen. Und Sie verweisen auf einige Hilfsprogramme, die nötig sind, auch von uns unterstützt werden, etwa wenn es um die Senkung der faktischen Energiekosten geht, um die Umsatzsteuersenkung, um den Energiepreisdeckel, der demnächst kommen soll. Wir wissen immer noch nicht, ob er versteuert wird oder nicht versteuert wird. Das ist ein bisschen symptomatisch für die Politik der Ampel und verunsichert die Menschen. Aber immerhin passiert da etwas, zwar für alle, aber auch für Familien. Ich verweise auf die Kosten der Artikel des täglichen Bedarfs. Da gibt es Überlegungen, die Umsatzsteuersätze für Lebensmittel, für normale Lebensmittel des täglichen Bedarfs zu senken, auch auf Hygieneartikel zur Versorgung von Kindern. Wir haben das diskutiert verschiedentlich. Es gab dazu einige Anträge, die wir diskutiert haben. Eine systematische Herangehensweise zur Lösung dieser Frage sehe ich nicht. Wir haben andere Vorschläge gemacht zur Förderung des Sparens, der Vermögensbildung, zur Bildung von Rücklagen,
die nur im Teil angenommen worden sind. Kinderfreibeträge sollten erhöht werden, war unsere Forderung. Wir haben darauf hingewiesen, dass es dringend notwendig ist, auch das Kindergeld zu erhöhen. Dem sind Sie endlich in allerletzter Minute gefolgt. Und Herr Seestern Pauli, wenn Sie das als höchste Kindergelderhöhung preisen, dann haben Sie vergessen, dass die jeweils vierten Kinder nichts mehr bekommen als vorher. Alleinerziehende sind kaum unterstützt. Wir haben das gefordert. Insgesamt haben Sie für Familien sicherlich einiges erreicht. Da sind wir dankbar. Wir haben dazu beigetragen. Aber viel zu viel ist noch in der Mache. Der Haushalt ist insgesamt nicht generationengerecht. Sie können nachvollziehen, dass wir diesem Haushalt insgesamt nicht zustimmen werden und dem Einzelplan 17 erst recht nicht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Shahina Gambier, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Unsere Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Diesen Satz haben wir schon oft hier im Plenum gehört. So banal dieser Satz auch klingt, er ist und bleibt wahr. Für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssen wir uns einsetzen. Jeden Tag mit allem, was wir haben, mit unseren Worten und Taten. Weltweit stehen Demokratien unter Druck. Auch direkt vor unserer europäischen Haustür werden Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ungehemmt angegriffen. In Ungarn und Polen werden Rechtsstaat und Gewaltenteilung sowie Presse- und Meinungsfreiheit beschnitten. In Italien regiert die rechtsextreme Giorgia Meloni. Und auch Schweden ist nicht gefeit gegen massiven Rechtsdruck. Das erfüllt mich mit großer Sorge. Doch wir sind nicht zum Nichtstun und Zuschauen verdammt. Es gibt unterschiedliche Anknüpfungspunkte, wo, wie und womit wir unsere Demokratie, unsere Gesellschaft insgesamt stärker und resilienter machen können. Deshalb werde ich insbesondere die gesellschaftspolitischen Maßnahmen im Einzelplan unterstreichen. Diese Maßnahmen sind nicht einfach nice to have. Sie sind essentiell für eine funktionierende und stabile Demokratie. Aus diesem Grund ist die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Arbeit im Bereich Demokratieförderung so wichtig. Und deshalb haben wir nicht nur die Jugendmigrationsdienste selbst mit zusätzlichen Mitteln gestärkt, sondern auch ihr Programm, die Respect Coaches, die so wichtige Präventionsarbeit an den Schulen leisten. Nur eine freie, offene, inklusive Gesellschaft ist stark genug, ihre Demokratie zu verteidigen. Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist es so wichtig, dass wir Vielfalt, Gleichbehandlung und Teilhabe wertschätzen und anerkennen. Als Ampel haben wir auch hier Geld in die Hand genommen, um die wichtige Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu stärken. Hier haben wir nicht nur zusätzlich Stellen geschaffen, sondern auch die Mittel insgesamt um ein Vielfaches erhöht, damit wir eine Aufstockung erreichen, die sich sehen lassen kann. Insgesamt sind es über 7,5 Millionen Euro. Ein Teil fließt in den Aufbau eines bundesweiten Netzwerkes von Beratungsstellen. Ein anderer Teil ist unter anderem für Maßnahmen, die Benachteiligung entgegenwirken sollen. Damit unterstützen wir Menschen, die täglich Diskriminierung erleben, zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religionszugehörigkeit und ihrer Behinderung. Die Stärkung der Antidiskriminierungsstelle und die Antidiskriminierungspolitik insgesamt haben wir uns als Ampel in den Koalitionsvertrag geschrieben. Ich bin sehr froh, dass wir auch in diesen Zeiten gesellschaftspolitische Fragen nicht aus dem Blick verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Redner ist der Kollege Stefan Schwarz, der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Ministerin,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir beraten abschließend über den Haushalt für das Jahr 2023. Und dieser Haushalt spiegelt unsere Anstrengungen wider, den Menschen, den Familien durch diese schwierigen Zeiten zu helfen und gleichzeitig Impulse für die Zukunft zu setzen. In diesen Zeiten machen sich die Menschen, diejenigen, die Verantwortung tragen in Unternehmen, in den Einrichtungen im Sozialgesundheitswesen und der Behindertenhilfe, viele Sorgen. Wir hören sie, wir nehmen sie ernst und wir handeln entschlossen. Daher möchte ich an dieser Stelle noch mal auf die wichtigen Bestandteile unserer Entlastungspakete eingehen. Alle Eltern haben im Juli einen Kinderbonus von 100 Euro pro Kind erhalten. Ab Januar 2023 wird für jedes Kind 250 Euro Kindergeld monatlich ausgezahlt und auch der Kinderfreibetrag wird angehoben. Um Entlastungen für die zu schaffen, die es wirklich brauchen, gibt es bis zur Einführung der Kindergrundsicherung seit Juli 2020 einen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro pro Monat. Damit wurde auch der Höchstbetrag im Kinderzuschlag auf die 229 Euro monatlich pro Kind erhöht. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind ganz konkrete, sofort spürbare Unterstützungen. Und wir gehen noch weiter. Um die zusätzlichen Belastungen dieser Familien aufgrund der Inflation abzumildern, wird der Höchstbetrag des Kinderzuschlags ab 1. Januar 2023 auf 250 Euro monatlich angehoben. Alle Erwerbstätigen erhalten eine Energiepauschale von 300 Euro, die seit September 2022 ausgezahlt wird. Das gilt auch für alle Minijobberinnen und Minijobber, unabhängig davon, ob sie Steuern zahlen oder nicht. Und das hilft gerade auch Alleinerziehenden. Im Dezember 2022 bekommen auch Rentnerinnen und Rentner eine Energiepauschale von 300 Euro. Und Bezieherinnen und Bezieher von BAföG und Berufsausbildungsleistungen erhalten 345 Euro. Zusätzlich gibt es das neue Wohngeld. Und meine Damen und Herren von der Union, Sie sind herzlich eingeladen, mit uns das neue Bürgergeld zu schaffen, dass Sie mit der Höhe der Regelsätze des Bürgergeldes keine Probleme haben. Das haben Sie ja letzte Woche schon hier im Bundestag bewiesen. Jetzt lassen Sie uns auch dafür sorgen, dass wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, dass wir die Leute in den ersten Arbeitsmarkt reinbekommen und das Wort des Förderns an der Stelle auch ernst nehmen. Außerdem wird der Bund im Dezember als Soforthilfe die in diesem Monat fälligen Abschlagszahlungen auf Gas und Fernwärme übernehmen. Das heißt, die Versorger erheben sie nicht und bekommen das fehlende Geld vom Bund erstattet. Vermieter verrechnen die staatlichen Dezemberhilfen mit Abschlagszahlungen der Mieterinnen. Aber wir unterstützen auch die Institutionen und Einrichtungen im Bereich Familie, Kinder und Jugend, deren Überleben auch durch extrem hohe Energiepreise bedroht ist. Mit der geplanten Gas- und Strompreisbremse werden alle, aber auch diese Einrichtungen stark entlastet. Für Einrichtungen in der Verantwortung des Bundes haben wir zudem einen Härtefallfonds geschaffen. Der Fonds soll die Belastung auch aus diesem Jahr begrenzen. Ich kann an dieser Stelle nur an die Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen appellieren, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und ähnliche Fonds aufzulegen und die Einrichtungen, die sie in ihrer Verantwortung haben, auch durch die Krise zu bringen. Herr Wüst, es reicht nicht, als Ministerpräsident des größten Bundeslandes immer nur nach dem Bund zu rufen und selbst keinen Finger zu rühren. Insgesamt nimmt der Bund 300 Milliarden Euro in die Hand, um die Auswirkungen der Krise bestmöglich zu begrenzen. Wir werden nicht alle Härten nehmen können und wir werden nicht jede Belastung ausgleichen können. Aber wir stehen den Menschen, den Unternehmen und den Einrichtungen zur Seite. Wir tragen mit diesem Haushalt nicht nur zur Bewältigung der Krise bei, sondern wir setzen Impulse für die Zukunft. Es macht eben einen Unterschied für die Familien, Kinder und Jugendlichen, wer die Regierung führt. Wir begegnen ihnen mit Respekt und stehen ihnen in diesen schweren Zeiten zur Seite. Als Koalition werden wir die Krise meistern und die Zukunft gestalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.
Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Nico Tippel, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Familienpolitik wird vor allem durch drei gesetzliche Leistungen geprägt: dem Elterngeld, dem Kinderzuschlag und vor allem dem Kindergeld, welches wir ganz aktuell deutlich erhöht haben. Deshalb ist es richtig, dass es im Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend vor dem Hintergrund einer schwierigen Haushaltslage in 2023 einen Aufwuchs von 1,18 Milliarden Euro geben wird. Gerade in diesem Einzelplan zeigen sich die enormen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die gesunkene Kaufkraft, eben auch ganz konkrete soziale Problemlagen wie der Mangel an Bewegung von Kindern und Jugendlichen und die Einsamkeit von Menschen. So werden die Zuwendungen für das Programm Frühe Hilfen auf 56 Millionen Euro wachsen. Die entsprechende Stiftung unterstützt Eltern von Kindern im Alter bis 3 Jahren in besonders belasteten Lebenslagen mit speziellen psychosozialen Angeboten. Auch für das Zukunftspaket Bewegung, Kultur und Gesundheit sind 50 Millionen Euro bestimmt. Es schließt an das bisherige Corona-Aufholpaket und adressiert Probleme Jugendlicher wie den Bewegungsmangel und eine exzessive Mediennutzung. Nicht zuletzt findet sich das Programm Respekt-Coaches im Einzelplan wieder, welches Schülerinnen und Schüler im Alltag begleitet. Wenn wir eine resiliente Gesellschaft wollen, die Krisen meistert, Herausforderungen angeht, positiv in die Zukunft schaut, dann gehören Teilhabe und finanzielle Stabilität unbedingt dazu. Es ist enorm wichtig, dass wir bestimmte Nöte bei Kindern und Jugendlichen dann angehen, wenn sie am besten gelöst werden können. Das ist genau jetzt. Jetzt müssen wir die Probleme anpacken und Lösungen liefern. Sehr geehrte Damen und Herren, etwa 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Das ist eine Zahl, auf die wir in unserem Land wirklich stolz sein können. Es ist begrüßenswert, dass die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt als zentrale Anlaufstelle mit 10 Millionen Euro für ihre wichtige Arbeit bedacht wird. Die Ampel wirkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Christoph de Vries, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die Kinder- und Jugendpolitik dieser Ampel in diesem Haushalt anschaut, kommt einem wirklich das kalte Grausen. Was Sie als Koalition als Fortschritt bezeichnen, das nennen wir Raubbau an der Zukunft der Kinder und Jugendlichen. Ich habe selten eine Regierung erlebt, bei der Worte und Taten so weit auseinanderklaffen wie bei Ihnen, meine Damen und Herren. Wir haben das heute ja auch wieder erlebt, und damit aber nicht genug. Sie haben ja noch nicht mal die Traute, zu Ihren eigenen Entscheidungen auch zu stehen und den Bürgern reinen Wein einzuschenken. Werfen wir doch mal einen Blick auf den Koalitionsvertrag, was Sie dort schreiben. Dort heißt es, wir wollen den Menschen unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungschancen bieten, Teilhabe und Aufstieg ermöglichen. Dazu stärken wir die frühkindliche Bildung. Kinder verdienen beste Bildung. Jedes Kind soll die gleichen Chancen haben. Wenn man diese vollmundigen Worte spiegelt an Ihren Entscheidungen in den Haushalten 2022 und 2023, muss man feststellen, diese Worte sind wirklich der blanke Hohn, meine Damen und Herren. Sie kürzen die geplanten Ausgaben gemessen an den ursprünglichen Planungen um fast 40% von über 1 Milliarde um 405 Millionen. Diese Haushaltsplanung ist ein Armutszeugnis für eine Koalition, die den Anspruch hat, soziale Politik zu machen und für Chancengerechtigkeit einzustehen, so wie Sie das vorhin genannt haben. Schauen wir uns doch das Bundesprogramm Sprachkitas mal an. Dort lautet Ihr Motto, gestern noch verstetigt, heute schon gestrichen. Man will in Wahrheit das Programm lieber früher als später an die Länder abgeben, um für die eigenen ideologischen Projekte Kapazitäten zu schaffen. Vor einem Jahr haben Sie eine Verstetigung und Weiterentwicklung im Koalitionsvertrag angekündigt. Und nun zeigen Sie, dass in Wahrheit Ihnen diejenigen Kinder besonders wenig am Herzen liegen, die eigentlich unsere Unterstützung ganz besonders brauchen, meine Damen und Herren. Wie kann man eigentlich auf die Idee kommen, in einer Zeit, wo wir jeden Einzelnen brauchen und auf niemanden verzichten können, so kurzsichtig Einsparungen auf dem Rücken der Kinder zu beschließen?
Wie kann man sich im Koalitionsvertrag für gleiche Chancen aller Kinder aussprechen und dann als Bundesregierung vollständig aus der frühkindlichen Sprachförderung aussteigen? Sie wollen die Kindergrundsicherung einführen, und gleichzeitig nehmen Sie billigend in Kauf, dass Kinder mit Sprachdefiziten nicht mehr genügend frühkindliche Sprachförderung bekommen und später auf der Strecke bleiben, meine Damen und Herren. Da muss ich wirklich sagen, dümmer geht's nimmer. Bei mir im Wahlkreis haben 75% der Kinder einen Migrationshintergrund. Jede zweite Kita profitiert dort von diesem Bundesförderprogramm. Es war nie sinnvoller, frühzeitig in Bildung und Entwicklung der Kinder zu investieren. Und Sie betreiben genau den Ausstieg aus dieser frühkindlichen Sprachförderung, meine Damen und Herren. Eins ist für uns klar. Wir wollen frühkindliche Sprachförderung nicht nach Kassenlage in den Ländern. Und wir wollen keinen Flickenteppich unterschiedlicher Landesförderprogramme. Wir als Union wollen ein einheitliches Programm mit gleichen Bildungschancen für alle Kinder und kein Stückwerk. Aber es ist damit ja noch nicht genug getan. Sie machen mit Ihren Kürzungen an anderer Stelle weiter. Kita-Einstieg sei genannt oder das Stichwort Fachkräfteoffensive. Im letzten Jahr haben Sie das Programm fast vollständig eingestellt. Nun haben Sie das endgültige ausbesiegelt. Und das in einer Zeit, wo wir in Deutschland, in den Kommunen und in den Städten händeringend Fachkräfte suchen und prekäre Situationen haben, Eltern keine Betreuungsplätze mehr finden. Dort stellen Sie die Fachkräfteförderung ein. Das ist auch ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Und ich komme zum Schluss. Mit Ihrem Kahlschlag versündigen Sie sich an den Zukunftschancen vieler Kinder in Deutschland. Und auch mit wirklich gutem Willen kann man nicht erkennen, dass Ihnen fachlich oder haushaltspolitisch frühkindliche Förderung am Herzen liegt. Und besonders bitter ist das für ein grün geführtes Familienministerium, in dem ja regelmäßig Krokodilstränen vergossen werden, wenn es um Kinderarmut geht. Ich sage zum Schluss, lassen Sie uns doch besser in frühkindliche Bildung der Kinder kraftvoll investieren. Das ist der bessere Weg aus der Armutsfalle, und das ist die größte Gewähr für ein erfolgreiches, selbstbestimmtes Leben unserer Kinder. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist Kollegin Nina Stahl, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Ministerin, liebe KollegInnen, liebe ZuhörerInnen! Man sollte ja eigentlich die AfD einfach ignorieren. Aber was Sie, Herr Erhorn, hier gemacht haben, wie Sie Transmenschen und queere Menschen verunglimpft haben, das ist der Würde dieses Hauses hier wirklich nicht würdig. Und deshalb möchte ich es einmal ganz klar sagen, wir als Ampel, und ich gehe fest davon aus, alle demokratischen Fraktionen in diesem Haus, wir stehen an der Seite der queeren Community, und Ihr Hass wird das nicht ändern. Zurück zum Haushalt. Ein paar Punkte zur bisherigen Debatte. Liebe CDU, es stimmt ja einfach nicht, egal wie oft Sie das wiederholen, dass wir die Sprachkitas beenden wollen. Im Gegenteil, sie werden überführt. Ich erzähle das gerne nochmal, in die Regelfinanzierung der Länder, denn die Länder sind zuständig. Es muss endlich Schluss sein mit dem Schuld-Hin- und Hergeschiebe zwischen Bund und Ländern. Alle Beteiligten müssen hier ihre Aufgaben wahrnehmen, damit alle Kinder gute Chancen bekommen und alle Fachkräfte gute Arbeitsbedingungen haben. Der Bund leistet seinen Beitrag. Es ist gut, dass wir 109 Millionen aus dem Einzelplan 60 jetzt noch mal umschichten in den Einzelplan 17 und so den Übergang bis zur Mitte des kommenden Jahres ermöglichen und den Ländern eben ausreichend Zeit geben, die Regelfinanzierung abzusichern. Länder wie NRW, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, übrigens alles grün mitregierte Länder, falls Sie sich noch mal fragen, wo unser Schwerpunkt liegt, zeigen, wie es geht, und dass Sie werden die Sprachkitas weiterführen. Und Herr Lehrieder, Sie haben gesagt, die Leute wissen nicht, wie es ab Mitte des nächsten Jahres weitergeht. Ja, und deshalb, was ist denn mit Bayern? Ich kann nur an Bayern und alle anderen Länder appellieren, schaffen Sie Klarheit, geben Sie den Menschen eine klare Perspektive, führen Sie in den Ländern die Sprachkitas weiter. Und auch, damit
komme ich noch mal zum Kita-Qualitätsgesetz. Im Kita-Qualitätsgesetz setzen wir Priorität auf die Sprachförderung. Die Länder können die knapp 4 Milliarden Euro, die sie vom Bund in den nächsten 2 Jahren erhalten, in die Sprachförderung investieren. Das ist übrigens Geld, liebe CDU, das Sie in der mittelfristigen Finanzplanung, genau wie die Sprachkitas, überhaupt nicht drin hatten und mit dem wir, liebe Frau Breher, weil Sie es angesprochen haben, auch die Kindertagespflege unterstützen werden. Ganz kurz noch 2 Punkte zur Unterstützung von Familien im vorliegenden Haushaltsentwurf. Das ist auch schon angesprochen. Die wichtige Arbeit der Bundesstiftung Frühe Hilfen stärken wir mit zusätzlichen 5 Millionen Euro. Hier investieren wir in die Prävention. Das ist genau der richtige Schwerpunkt, denn wir wollen nicht hinterher an Symptomen rumdoktern, sondern direkt Kinder von Anfang an gut aufwachsen lassen. Und als Letztes, alle Familien bekommen die Kindergelderhöhung. Das ist auch oft genug gesagt. Wir reagieren damit genau wie mit vielen anderen Maßnahmen. Kindersofortzuschlag, Erhöhung des Kinderzuschlags, Kinderbonus, Energiepauschale, Ausweitung der Berechtigung zum BAföG und Wohngeldbezug, um nur einige zu nennen. Auf die gestiegenen Belastungen durch Inflation, Energiekrise und Corona-Pandemie. Wir machen damit den nächsten wichtigen Schritt Richtung Kindergrundsicherung, stehen als Ampel verlässlich an der Seite der Familien. Wir lassen die Familien nicht allein. Wir helfen ihnen durch die Krise und schaffen so Chancengerechtigkeit. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Anke Hennig, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Willy Brandt hat das Wesen der Demokratie als Kompromiss beschrieben. Ohne Kompromisse geht es auch hier nicht. Jede Fraktion und jede und jeder von uns streitet mit allen Mitteln darum, dass ihre politischen Wünsche, Interessen und Ideen Gehör finden und mit den entsprechenden Geldern hinterlegt werden. Denn nur so können diese Ideen in den meisten Fällen umgesetzt werden. Das ist ein zäher und anstrengender Prozess, bei dem man nie all das erreicht, was man sich gewünscht hat, aber eben im Endeffekt das, was aus der eigenen Sicht absolut nötig ist. Genau so nehme ich den Haushalt 2023 wahr. Viele von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern aus der Opposition erläutern heute, warum sie den Haushalt im Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend für einen schlechten Kompromiss halten. Dem muss ich entschieden widersprechen. Ich möchte erläutern, was aus meiner Sicht an diesem Kompromiss sehr gelungen ist und warum gerade unsere Parlamentarier der SPD und der anderen Ampelfraktionen wesentlich dazu beigetragen haben. Beispielhaft will ich hierzu einige Titel aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpolitik des Einzelplans 17 aufführen, die dank des Einsatzes unserer Haushälterinnen und Haushälter mit den entsprechenden Mitteln hinterlegt werden konnten. Dies wird vor allem am Bundesprogramm Sprachkitas deutlich. Das von der ehemaligen Familienministerin Schwesig eingeführte Bundesprogramm fördert seit 2016 deutschlandweit Kindertageseinrichtungen und Träger und erhöht die Qualität der Integration, Inklusion und Spracherziehung von Kindern. Das Programm trägt ebenso wesentlich zur Qualifizierung der Fachkräfte in den Kitas bei uns bei und ist in der Gesamtbetrachtung ein sehr erfolgreiches Kita-Programm des Bundes. Dieses Programm ist seit Monaten medial präsent, weil es aufgrund der aktuell sehr angespannten Haushaltslage auf Bundesebene ursprünglich zum Jahresende auslaufen sollte. Ein Missstand, den wir Familienpolitikerinnen und Politiker der Ampelfraktion so gerade in der aktuellen Situation nicht akzeptieren konnten und wollten. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung wurde von unseren Parlamentariern nun ein Kompromiss verhandelt, der es den Ländern ermöglicht, dieses erfolgreiche Programm ab Juli 2023 in die eigenen Landesstrukturen zu überführen. Dort, wo es nach der Kulturhoheit der Bundesländer ohnehin verstetigt werden sollte. Bis dahin bauen wir den Ländern eine Brücke von 109 Millionen Euro, die das eigentlich Ende 2022 auslaufende Bundesprogramm bis Mitte nächsten Jahres aus Geldern des Bundeshaushalts weiterfinanziert.
Darüber hinaus konnten wir für die Arbeit der Jugendmigrationsdienste, die seit vielen Jahren erfolgreich junge Menschen mit Migrationsgeschichte durch Beratung, Bildungs- und Freizeitangebote am Übergang von der Schule bis ins Berufsleben begleiten, bereits Mitte Oktober im Haushaltsausschuss eine Stärkung um 8 Millionen Euro gegenüber dem Regierungsentwurf beschließen. Das ist gerade in Zeiten von Flucht und Vertreibung durch Krieg und Klima ein absolut notwendiger Schritt. Zudem konnten von unseren Parlamentariern gegenüber dem Regierungsentwurf für ein neues Modellprogramm mit dem Namen Mental Health Coaches 10 Millionen Euro erstritten werden. Die Coaches sollen an Schulen den Kindern und Jugendlichen als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner dienen, um so die Folgen der Corona-Pandemie, die für viele Kinder und Jugendliche massive psychische Belastungen mit sich gebracht hat, entgegenzuwirken. Und so Kinder und Jugendliche, aber auch deren Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer in dieser Situation nicht alleine zu lassen. Besonders freue ich mich auch darüber, dass unsere Haushälterinnen und Haushälter die Mittel der Jugendverbandsarbeit im Kinder- und Jugendplan in den parlamentarischen Beratungen erneut um zusätzliche 3 Millionen Euro gegenüber dem Regierungsentwurf stärken konnten. Das hilft vor allem der Arbeit des Deutschen Bundesjugendrings und seiner Mitgliedsverbände. Mit diesen Mitteln stärken wir also das politische und soziale Engagement von Kindern und Jugendlichen. Denn der Deutsche Bundesjugendring steht für eine Jugendpolitik, die junge Menschen wahrnimmt und ihnen tatsächliche Beteiligung ermöglicht. Darüber hinaus erhält auch die Deutsche Sportjugend eine Aufstockung von 1 Million Euro für 2023. Insgesamt konnten wir den Kinder- und Jugendplan, das zentrale Förderinstrument des Bundes in der Kinder- und Jugendhilfe, durch die parlamentarischen Beratungen um 14,78 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung erhöhen. Ein großer Erfolg. Dies sind nur einige Punkte, weshalb ich den vorliegenden Bundeshaushalt für den Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend für einen sehr gelungenen Kompromiss halte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hennig. Vorletzte Rednerin dieser Aussprache ist die Kollegin Dorothee Beer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für eine Enttäuschung. Was für eine Enttäuschung ist der Haushalt für die Familien in unserem Land, für die Senioren, für die Frauen, aber vor allem für die Kinder und für die Jugendlichen. Und Frau Ministerin, Sie haben ja ohnehin im Einzelplan 17 den größten Anteil für fixe gesetzliche Leistungen. Und da fragt man sich schon, was dann beim Rest überhaupt noch da ist bei Ihrer Eigenleistung dieser Ampel. Da ist leider nichts da. Wir haben es ja in den Ausführungen der Vorrednerinnen und Vorredner gehört, dass man sicherlich über Prioritäten auch diskutieren kann. Aber die Schwerpunktsetzung, die Sie hier vorgenommen haben, ist absolut unverständlich. Und so wie es meine Kollegen ausgeführt haben, muss ich es leider auch noch mal betonen, Ankündigungen und Handeln gehen völlig diametral auseinander. Und es ist wahnsinnig schade, dass Sie es auf dem Rücken der Schwächsten austragen. Und man fragt sich ja schon, und das tun ja viele in dem Land, auch wenn sie es vielleicht nicht für möglich gehalten haben, Menschen lesen Koalitionsverträge. Damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Und ihr Koalitionsvertrag ist reine Makulatur. Wenn Sie da noch ankündigen, dass Sie die Sprachkitas nicht nur fortführen wollen, sondern verstetigen wollen und jetzt die ganzen Sprachkitas rasieren wollen, an die Wand fahren ohne Not und jetzt schreien, war nie so gedacht. Wer hat denn das da reingeschrieben? Ist es in der Nacht- und Nebelaktion früh um 3 von irgendeinem Praktikanten noch reingeschrieben worden? Sie wussten es nicht und jetzt schieben Sie es auf die Länder. Und ich finde es perfide, dieses Schwarze-Peter-Spiel, wirklich perfide, sich hier hinzustellen und zu sagen, wo sollen es halt die Länder machen? Wir haben es zwar versprochen, aber jetzt sollen es die Länder machen an dieser Stelle. Ich finde es total beeindruckend. Frau Stahr, ausgerechnet Sie, als jemand, der aus Berlin kommt, sich jetzt hier an anderen Landesregierungen abarbeiten zu wollen, da braucht man schon viel Chuzpe, das muss man mal wirklich sagen. Also wirklich, das finde ich, ja, und selbst wenn es Berlin machen würde, woher bekommt denn Berlin das Geld? Aus dem Länderfinanzausgleich aus Bayern. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu. An dieser Stelle. Ja, ich weiß, dass Sie immer von Bayern extrem getriggert werden. Es tut mir auch leid, dass es bei uns alles so gut läuft. Aber
Sie können sich eine Scheibe davon abschneiden. Also wie gesagt, angekündigt, nicht weitergeführt. Nach 8 Monaten Katze aus dem Sack, knallhartes Förderaus mit kurzer Verlängerung. Warum? Union sei Dank. Wir haben in unseren Wahlkreisen überall Kita-Gipfel durchgeführt und haben da wirklich mal das Land aufgemischt. Und dann ist auch die Ministerin aufgewacht und hat mal festgestellt, dass es vielleicht doch nicht so opportun ist, auf dem Rücken der Erzieherinnen das Ganze auszutragen in unserem Land. Und genau deswegen gibt es jetzt eine Verlängerung, weil der Aufschrei der Fachwelt so gigantisch war. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hönel. Ich habe gar nicht gewusst, dass man in Bayern keine Luft holen muss, wenn man redet. Also. Ich komme ja aus Franken, da geht es noch besser. Nee, der hat ja schon Redezeit gehabt, der Kollege. Und die Rede fand ich jetzt auch nicht prickelnd, also wird die Frage auch nicht so prickelnd sein. So. Also, im selben unredlichen Stil. Und auch das gehört so weit dazu. Und ich bin meiner Kollegin Silvia Breer dankbar, dass sie es angesprochen hat. Weil von der Ampel macht es nämlich niemand. Im selben unredlichen Stil stampfen sie auch das Bundesprogramm pro Kindertagespflege ein. So, die unionsregierte Bundesregierung hat noch im letzten Jahr bei der mittelfristigen Finanzplanung für eine Weiterführung Sorge getragen. Und das sind sie wieder, die 16 Jahre, die sie uns dauernd vorhalten. 16 gute Jahre in der Familienpolitik, die sie in weniger als 16 Monaten völlig an die Wand fahren. Völlig an die Wand fahren. Erfolgreiche Strukturen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist, ehrlicherweise. Alle anderen haben keine Zwischenfrage. Aber es verlängert Ihre Redezeit. Also wenn Sie die Frage... Alles gut. Ich erlaube es jetzt deswegen nicht, weil ich jetzt nämlich mal mit etwas aufklären muss, was wirklich auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt interessiert. Weil wenn ich Sie mir so anschaue, stelle ich fest, dass Sie alle redliche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind. Hören Sie mal zu. In diesem Jahr werden Schulden gemacht. In einem Jahr. Wie Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen zusammen in 40 Jahren. Und das ist das, wo die FDP sich hinstellt und sagt, sie versuchen da noch redliche Haushalte zu machen. Das machen sie nämlich nicht. Nur zur Einordnung der Dimension der vermeintlich generationengerechten und nachhaltigen Haushaltsführung dieser Ampel. Und bei den Familien kommt dabei überhaupt nichts an. Und das ist das Schlimme. Das heißt, die Sprachkitas, die Kindertagespflege, weitere erfolgreiche Programme aus den letzten 16 Jahren verstecken sich in den Maßnahmen zur Umsetzung der Qualifizierungsoffensive. Es wird alles umgeschichtet, es kommt nicht bei Kindern an, es kommt nicht bei Jugendlichen an. Und das Schlimme ist, die Menschen spüren, dass sie sich auf ihre Politik nicht verlassen können. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten wird es gespürt. Und das Schlimme ist, am meisten würde man sich ja auch als Familie auf eine Bundesfamilienministerin verlassen mögen. Und ich erwarte einfach, dass Sie sich mit ein bisschen mehr Elan, mit ein bisschen mehr Leidenschaft auch um diejenigen kümmern, die Ihnen hier anvertraut sind politisch. Ihnen wird in Zukunft keiner mehr ernsthaft glauben, dass Ihnen an der Qualität der Kinderbetreuung irgendwas am Herzen liegt. Sie brauchen das hier von diesem Pult nicht mehr machen. Stimmen Sie unseren Anträgen zu, dann können Sie noch was retten. Aber so wird es nichts. Leider, leider, leider. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Aber Franken liegt auch noch in Bayern, nicht? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Gut. Weil Sie doch Wert darauf gelegt haben, dass ich aus Franken komme und nicht aus Bayern. So, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat eine Kurzintervention beantragt, die ich zulasse. Das Wort hat der Kollege Hönel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Frau Beer, das war ja wirklich ein abenteuerlicher Ritt. Jetzt in Ihrer Rede hier durch den Haushalt, mit dem Sie sich offensichtlich nicht wirklich intensiv beschäftigt haben. Ich kann jetzt nicht in dieser Kurzintervention mit all diesen falschen Unterstellungen auch haushaltspolitisch aufräumen. Deswegen will ich Ihnen einfach zwei Fragen stellen, die ich sonst gerne noch in der Zwischenfrage gestellt hatte. Die erste ist, Sie haben ja jetzt hier mehrere Male dargestellt, was Bayern alles leistet für Deutschland. Wir haben hingegen dargestellt, dass viele Länder jetzt die Weiterführung der Sprachkitas im Kita-Qualitätsgesetz entsprechend wahrnehmen, eigene Sprachförderungsprogramme auf den Weg bringen. Und meine konkrete erste Frage an Sie ist, wann können wir denn mit dem Sprachförderprogramm von Markus Söder in Bayern rechnen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist,
Da hat meine Kollegin Nina Stahr dankenswerterweise darauf hingewiesen, nämlich dass in ihrer Finanzplanung, die sie in ihrer Regierung aufgestellt haben, die Sprachkitas ja gar nicht etatisiert waren. Die waren ja gar nicht drin. Und daher meine ganz konkrete Frage vor dem Hintergrund ihrer Äußerungen hier, die ja komplett gegensätzlich sind, warum eigentlich nicht? Frau Kollegin Beer, Sie können antworten. Um Ihre zweite Frage zuerst zu beantworten, wir haben es immer weitergeführt. Und das war auch nach den vielen, vielen Jahren, auch bei den Erzieherinnen vor Ort. Und ich war in vielen Kindertagesstätten in den letzten Wochen und Monaten. Auch Common Sense, dass klar war, dass es auch weiter finanziert werden würde. Und selbstverständlich hätten wir das auch weiter finanziert. Da bin ich 1000-prozentig sicher, Punkt eins. Und Punkt zwei. Es ist so, es ist so. Es hat sich in den letzten Jahren bewährt. Es ist von der Fachwelt als das erfolgreichste Programm überhaupt abgefeiert worden. Und deswegen wäre es selbstverständlich weitergegangen, weil wir erfolgreiche Programme nicht ohne Not an die Wand fahren. Und zum Punkt zwei ist, ehrlicherweise hat Frau Paus großartig angekündigt, dass sie sich mal mit allen Ländern ins Benehmen setzen will. Und ehrlicherweise erwarte ich von einer Bundesministerin auch insofern Führungsstärke, dass sie es auch schafft, mal die 16 Länder an einen Tisch zu bekommen. Und in unserem Land wird alles. Interessiert Sie die Antwort, Frau Schaus, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Die Arroganz der Macht, da ist bei der Ampel aber ganz schön schnell eingezogen. Ja, so ist es. Unser Bundesland geht immer über die normalen Leistungen hinaus. Immer. Immer. Und das werden wir jetzt mal in den nächsten Wochen abwarten. Ich finde es nur, wir werden es doch am Schluss retten, wir es doch immer für euch. Das ist doch immer so. Ja, so ist es einfach. Aber ich finde es halt einfach unredlich zu sagen, FDP, Grüne, SPD, wir fahren es an die Wand und jetzt brauchen wir euch, weil wir es allein nicht schaffen. Schade, setzen sechs, Herr Kollege. Frau Kollegin, herzlichen Dank. Ich finde das bayerische Selbstbewusstsein wieder bemerkenswert. Aber da das Präsidium des Deutschen Bundestages ja auch Dienstleister ist, Herr Kollege Hünne, die Sitzungsleitung sitzt nicht vor, sondern präsidiert. Also Frau Präsidentin oder Herr Präsident wird immer so angesprochen, nicht als Herr Vorsitzender oder Frau Vorsitzende. Das ist einfach nur ein Dienstleister. So, letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Daniel Waldi, SPD-Fraktion. Zurück aus Franken in die Realität. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine bessere Beleuchtung des öffentlichen Raums, Bezahlung von Pflichtpraktika für SchülerInnen, mehr öffentliche Trinkbrunnen in der Innenstadt. Das sind Forderungen der Mainzer Jugenddemokratiekonferenz, die dieses Jahr im September zum ersten Mal stattfand. Junge Menschen erarbeiten hier einen Katalog von Zukunftsideen für die eigene Stadt. Warum erzähle ich das? Veranstaltet wird die Jugenddemokratiekonferenz vom Jugendforum Mainz, das zum Haus des Erinnerns gehört. Das Haus des Erinnerns wird gefördert durch das Programm Demokratie leben. Und mit der Jugenddemokratiekonferenz macht das Jugendforum Mainz genau das: Demokratie leben. Seit 2014 wird das Programm durchgeführt und im kommenden Jahr wachsen die Ausgaben zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie um 16,5 Millionen Euro. Das ist ein Ampelerfolg und das ist gut für unsere Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Gratismentalität in der Demokratiebildung muss überdacht werden, gab mir die Leiterin des Hauses im September mit auf den Weg. Die Akteure brauchen Planungssicherheit, nicht nur abstrakt als Organisation, sondern insbesondere für die vielen engagierten und gut eingearbeiteten Beschäftigten, die oftmals mit befristeten Verträgen zu kämpfen haben. Deshalb braucht es das Demokratiefördergesetz. So erkennen wir Demokratieförderung und Extremismusprävention als Aufgabe des Bundes an und geben finanzielle Sicherheit. Das ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. 2014 wurde neben Demokratie leben aber auch die Stiftung Frühe Hilfen ins Leben gerufen. Seitdem stagniert der Bundeszuschuss für die Stiftung bei 51 Millionen Euro pro Jahr. Die Mittel der Stiftung Frühe Hilfen werden wir dynamisieren. So steht es in unserem Koalitionsvertrag.
Und mit diesem Haushalt gehen wir dazu den ersten Schritt und erhöhen den Ansatz um 5 Millionen Euro. Und Frau Breher, weil Sie eben die Stiftung Frühe Hilfen angesprochen haben, nein, wir verringern den Ansatz nicht um 35 Millionen Euro. Das waren die Corona-Soforthilfen, die Sie dazu gerechnet haben. Im Vergleich zu 2019 gehen wir um 5 Millionen Euro rauf. Das ist nämlich die Wahrheit. Und damit unterstützen wir Eltern vom Beginn der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, gerade in belastenden Lebensjahren. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, um Kindern in Deutschland eine gesunde Entwicklung, aber auch ein gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn gewaltfreies Aufwachsen ist leider immer noch keine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Und zu oft schauen wir nicht gut genug hin, um häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch zu verhindern. Dabei wissen wir, dass 3/4 aller Fälle sexuellen Missbrauchs bei Kindern im privaten Umfeld passieren. Aufklärungskampagnen müssen also auch auf diese Dunkelfälle im privaten Umfeld aufmerksam machen, um wirksam zu sensibilisieren. Und genau das tun das Bundesfamilienministerium und die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs mit ihrer in der vergangenen Woche vorgestellten Aufklärungskampagne. Schieb den Gedanken nicht weg, lautet der Titel. Zum Beispiel den Gedanken, der Kollege Hönel hat es bereits angesprochen, dass in jedem deutschen Klassenzimmer 1 bis 2 Schülerinnen und Schüler sitzen, die bereits Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Sensibilisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen ist deshalb der erste Schritt, damit Dunkelziffern nicht länger im Schatten bleiben und betroffene Kinder und Jugendliche Hilfe und Gerechtigkeit erfahren. Damit die unabhängige Beauftragte die Themen Aufklärung und Sensibilisierung im kommenden Jahr stärker in die breite Öffentlichkeit tragen kann, erhöhen wir die Mittel auf 12,2 Millionen Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Bereich der Prävention und Aufklärung muss Deutschland besser werden. Das ist auch der Auftrag an uns als Ampelkoalition. Und mit diesem Haushalt gehen wir dabei den richtigen Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wölli. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Den Einzelplan 17, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Ausschussfassung. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 4539 vor. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? CDU-CSU und Linke und AfD. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Einzelplan 17 in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Die Koalitionsfraktion. Wer stimmt dagegen? Der Rest des Hauses. Dann ist dieser Einzelplan angenommen.